Ja, schön, dass Sie da sind, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind heute hier, weil wir für eine Gesetzesinitiative der Landtagsfraktionen Abgeordneten aussprechen möchten. Und zwar geht es um, dass wir hier plakativ und kein Knast für Schwarzfahrer benannt haben. Und das ist eine Bundesratsinitiative zur Ersatz wegen Streitung zu § 265a Absatz 1. Das ist übrigens nicht die Veranstaltung, ein Transparenzgesetz für die Linken hat durch die Piratenfraktion inzwischen auf einem Schiff statt und direkt auch durch die Grünen jetzt nochmal. Also, es ist ein bisschen beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im privaten Fernsehen, so Talkshows und so, wenn es zu langweilig wird, dann auch über den und nochmal zum Transparenzgesetz an. Die sind dann so zufällig in der Oppositionsarbeit. Jemand erklären, ob man sowas parallel wird. Gunnar Spelius, der über die Stadtgrenze von Berlin für die Vertretung der Wahrheit bekannt ist, hat es schon kommentiert in seinem Gesetzentwurf, also mit dem kein Knast für Schwarzfahrer, der findet das blöd. Um es mal zusammenzufassen. Und wir wollen aber heute hier darüber diskutieren, ob das jetzt blöd ist oder nicht, das Schwarzfahren aus dem SGB auszuschreiben. Und wir diskutieren mit Herrn Dr. Olaf Heischel, der ist Rechtsanwalt und Vorsitzender des Vollzugsbeirates in Berlin. Wir diskutieren mit Ulf Würmeier, der ist hier Richter am Landgericht Berlin. Dr. Thomas Hilfer, auch Rechtsanwalt und vom Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen. Das ist ein eingetragener Verein. Wir diskutieren mit Dr. Simon Weiß, der rechtspolitische Sprecher der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus ist. Und ich soll das Ganze moderieren. Ich glaube, wir haben wenn ich es mal vorweghalten darf, eine leichte Verschiebung dahingehend, dass die Leute viel auf dem Podium sein werden, die sagen werden, dass es ein guter Antrag ist. Das heißt, nicht überrascht sein, wenn ich heute mal ein bisschen dagegen bin, dass man das Schwarzfahren so ein bisschen irgendwie schreibt. Würde ich dann auch jetzt einfach mal so anfangen. Ich weiß gar nicht, wo wir diese Kärtchen verteilen. Guck mal, die haben wir nicht. Also, das heißt, wir haben sonst Kärtchen für Meinungsbilder, aber wir werden es einfach ein wenig nach der Klammer machen, damit wir hier auch ein bisschen Interaktion herstellen und irgendwann werden wir auch noch Fragen stellen. Also, Herr Hilfer, fangen wir mit Ihnen an. Die Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus möchte eine Bundesratsinitiative anstoßen, um den Schwarzfahren aus dem SGB auszuschreiben. Wie finden Sie das als vom Verband der deutschen Verkehrsunternehmer kommender? Nicht gut. Ja, bitte. Dann los. Ja, ich glaube, mit den zwei Worten ist eigentlich schon fast alles gesagt. Also wir halten das weiterhin für notwendig, dass es einen solchen Paragraphen gibt. Er soll ja auch nicht ganz gestrichen werden, sondern es soll ja nur die Alternativen gestrichen werden, die sich auf das Schwarzfahren beziehen. Das sind ja weitere Tatbestandsmerkmale in diesen Paragraphen drin. Und wir meinen, dass für eine Leistung, die angeboten wird, auch weiterhin eine Sanktion da sein muss, wenn die vorsätzlich nicht gelassen wird. Von dem Kunden. Ja. Beziehungsweise ist ja die Frage, ob das beim Kunden ist. Also, ist ja noch eine andere Frage. Okay, das ist ein klares Statement. Herr Heischel vom Vollzugsbeirat Berlin. Sie haben da, glaube ich, naturgemäß eine etwas andere Meinung. Vielleicht können Sie das mal verorten. Also, naturgemäß habe ich keine andere Meinung, sondern das ist auch von dessen, dass ich der Berliner Vollzugsbeirat bin mal länger, unter anderem sehr relativ sagen, mit den Schwarzfahren natürlich befasst haben. Wir haben nämlich anderthalb Jahre lang uns mit dem Problem der Gegenersatzfreiheitsstrafe in den Haftanstalten befasst. Ersatzfreiheitsstrafe ganz kurz,
Herren oder wollen die entsprechend viele Tage, die festgesetzt sind, in der Geldstrafenentscheidung müssen die stattdessen in den Knast, wenn sie die Tage nicht arbeiten. Die Herangehensweise von uns an dieses Problem der Schwarzfahrer ergab sich dann daraus, dass es eine unglaubliche Menge von Schwarzfahrern unter den Ersatzfreiheitsstrafen gibt. Dann haben sich verschiedene Leute, nicht nur von uns, sondern vorher und parallel dazu damit befasst, was sind das für Menschen, die dort sind, in den Haftanstalten. Und es gibt auch seit Jahren wissenschaftliche Untersuchungen darüber, aus der Population, was ist, da gibt es zum Beispiel so eine Meta-Untersuchung, da hat ein Professor Konrad, der arbeitet einerseits an der Universität in Berlin, andererseits auch im Haftkrankenhaus, im Berliner Krankenhaus. Erst 2009 war es meistens eine Meta-Analyse gemacht und festgestellt, dass 83% der Ersatzfreiheitsstrafer, also jetzt nicht der Schwarzfahrer, aber es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass sich das auch exakt in diesen Zahlen mindestens so auf Schwarzfahrer übertragen wird, 83% der Schwarzfahrer die Geldstrafe nicht zahlen können, und also der Ersatzfreiheitsstrafe die Geldstrafe nicht zahlen können. Und 14% nicht wollen oder das Urteil nicht akzeptieren. Wobei das Urteil nicht akzeptiert, vermutlich ganz viele andere noch dabei sind, kleine Gruppe oder sonst irgendwas. Das war unsere Herangehensweise, dass wir gesagt haben, naja, das sind dann wirklich eine ganze Menge Unterprivilegierte, die da reinkommen, vermutlich, oder auch nach diesen Untersuchungen, die wir da kennengelernt haben, relativ viele Drogenabhängige, Alkoholabhängige, Drogenabhängige, die einfach geworden sind, in diesem Fall. Da stellt sich ein Gerechtigkeitsproblem einerseits deswegen, weil es immer nur die Ärmsten der Armen trifft. Andererseits ergibt sich das Gerechtigkeitsproblem auch aus einer rein juristischen Definition, nämlich die sind zu Geldstrafe verurteilt und müssen stattdessen Freiheitsstrafe bezahlen. Deswegen haben wir uns dem mehr gewidmet und wie soll man es zusammenfassen? Es kam eine ganze Menge raus. Wir haben eine Initiative auch gestartet, eine Petition gestartet gegen Ersatzfreiheitsstrafen generell und in diesem Kontext eben auch mit den Schwarzfahrern. Und deswegen kamen wir aus Berliner Versuchsbereich letztlich zu dem Schluss, die Strafbarkeit von Schwarzfahrern ist ökonomisch betrachtet Unsinn und ist gerechtigkeitsmäßig betrachtet bösartig. Herr Bürmeier, Sie sind Richter. Haben Sie mit Ihren Kollegen mit sowas zu tun? Stimmt das irgendwas, der Falsche sagt, oder macht er sich da bloß mit Arbeit von Leuten, die dagegen keinen Bock haben, dann zu bezahlen und dann an die halt nach dem Gefängnis? Aber ist halt so, ne? Deutschland ist ja Menschheit. Wie sehen Sie das? Ja, in der Tat habe ich damit zu tun, wobei ich voranschicken möchte, selber als Schwarzfahrer seit vielen Jahren jedenfalls nicht mehr verurteilen muss. Ich bin jedenfalls zur Zeit in der Schulgerichtskammer, das heißt, bei mir geht es um jemanden, Kollegen, die zum Mord und Totschlag. Das heißt also, da habe ich mit diesem Delikt zunächst mal nichts zu tun, aber ich habe daneben noch eine Zuständigkeit für die Strafverstreckung. Und da wird zum Beispiel entschieden, ob jemand, nachdem er dann die Hälfte oder zwei Drittel einer Freiheitsstrafe verbüßt hat, auch Bewährung entlassen werden kann. Oder, das ist auch relativ häufig, wir müssen auch entscheiden, ob jemand, der zunächst mal eine Bewährungsstrafe bekommen hat, zum Beispiel wegen Diebstahl oder wegen irgendeines anderen Delikts, ob er dann doch seine Haftstrafe antreten muss, weil die Bewährung wiederholen wird. Und in diesem Kontext insbesondere spielt das sogenannte Schwarzfahren eine sehr große Rolle, einfach weil es immer relativ viele Menschen gibt, die im Übrigen straffrei leben, aber doch mit Untermann Schwarzfahren. Und dann kommt es vor, dass die Staatsanwaltschaft wegen einer Verurteilung, wegen verschiedener Beförderungserschleichungen, dann einen Antrag stellt, eine Bewährung zu wiederholen. Das heißt, jemand, der zunächst eine Bewährungschance bekommen hat, muss dann unter Umständen doch ins Gefängnis, weil er in Anführungsstrichen schwarz ist. Aber ich wollte noch auf einen anderen Punkt eingehen, der eine wichtige Erscheinung in diesem Kontext. Wir haben in Deutschland eine gewisse Tendenz, ich habe neulich mal ein schönes Zitat gelesen, zu glauben, wenn man irgendwas verbietet, dann hilft das nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein großer Irrtum. Man muss an das Strafrecht herangehen, aus meiner Sicht jedenfalls, natürlich unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten, aber auch unter dem Gesichtspunkt, was bringt das denn jetzt alles?
ist. Man muss also auch das Strafrecht nach meiner Überzeugung jedenfalls vom Ergebnis her denken. Und das verbindet dann relativ schnell mit dem, was Dr. Heischer gerade gesagt hat. Ich bin jedenfalls nicht zwingend davon überzeugt, dass man Strafrecht unbedingt auch um Schwarz anzubringen. Ich bin mit meinem Nachbarn zu Linken völlig einverstanden. Natürlich soll der ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen, dafür auch bezahlen. Die Frage ist nur, ob gerade das Strafrecht das effizienteste Mittel ist und das sinnvollste Mittel ist, um dieses rechtspolitische Ziel zu erreichen. Ja, genau. Und bevor ich jetzt Herrn Dr. Weiß wahrnehme, lasse ich nochmal den Herrn Dirk ganz kurz vorkommen, weil, wie gesagt, wir sind ein bisschen die schwierige Situation, dass Sie hier in der Minderheit sind. Aber das kann ja jetzt auch bis was so geht, wie so diese Verkehrsbetriebe. Und ihnen geht doch unglaublich viel Geld auch dadurch verloren, bestimmt. Durch die Schwarzfahrer, können Sie das mal eigentlich skizzieren, was Ihnen da eigentlich durch diese Schwarzfahrerei für Schäden entstehen? Und dass man da mal auch, wahrscheinlich muss man Leute abschrecken und so. Und vielleicht nochmal, dass Sie nochmal erklären, was für Dimensionen das annimmt und warum das gut ist, dass das im STG. Ja, wir haben in Deutschland im Nahverkehr ungefähr 10 Milliarden Beförderungen jedes Jahr. Ich sage Beförderungen, oft nennt man das Beförderungsfälle und da gibt es ja Leute, die sich dann witzig machen und sagen, ah, das sind Kunden nicht entdeckt. Also Kunden und Beförderungsfälle sind natürlich nicht Kunden, weil wir haben auf der Welt keine 10 Milliarden Menschen. Da kannst du nicht 10 Milliarden Kunden sagen. Also die Leute, die fahren teilweise mehrfach am Tag. Und das sind dann insgesamt 10 Milliarden Beförderungen. Und wir können ungefähr davon ausgehen, das ist natürlich immer nur eine Schätzung, weil Schwarzfahrer, die lassen sich ja nicht registrieren. Man kann ungefähr schätzen, dass 3,5% davon Schwarzfahrer sind. Wobei das natürlich auch differiert. Einmal hängt es von der Stadt ab, vom Land, es hängt vom, wie wir technisch so schön sagen, Beförderungsgefäß ab. Das heißt also, wenn je kleiner das Fahrzeug, desto weniger Schwarzfahrer hat man, Stichwort auf dem Land, am Hochsommertaxi. Da gibt es eigentlich keine Schwarzfahrer. Dann im Bus mit Vordereinstieg ist es auch weniger. Und in der U-Bahn ist es dann eben entsprechend mehr. Es hängt von den Tageszeiten ab, es hängt von den Linien ab, es hängt davon ab, ob man in der Stadt oder auf dem Land ist, in welcher Region man ist und so weiter. Ob bestimmte Dinge angeboten werden, wie Semestertickets oder nicht, das alles beeinflusst natürlich dann die Anzahl. Wenn wir davon ausgehen, dass wir 3,5% Schwarzfahrer haben und vielleicht mit einer durchschnittlichen Einnahme von 1 Euro pro Fahrgast, wobei das auch wieder extrem unterschiedlich ist, weil es natürlich davon abhängt, ob man einen Einzelfahrschein löst bzw. nicht löst oder Tagesticket hat, Monatsticket, Jahresticket, Semesterticket, Jobticket und so weiter, welche Distanzen man fährt. Aber wenn man einfach das berechnen würde, weil das wie gesagt alles sehr hoch ist, wäre man bei 350 Millionen Euro im Jahr bundesweit. So, also das ungefähr mal so zur Dimension und da dann natürlich auch das Interesse, dass man das Geld bekommt. Und dann ist es ja so, dass öffentlicher Nahverkehr jetzt nicht im Ruf steht, dass man damit so richtig viel Geld machen kann. Das heißt also, da geht es nicht darum, dass sich irgendjemand dick das Geld in die Taschen steckt, sondern letztlich schadet man damit natürlich der Gesamtheit. Also allen Bürgern. Da ist es eben nicht so, dass man hier irgendeinen dicken Kapitalisten dann den Euro abzwackt, den wir sowieso nicht brauchen. Sondern es geht, schadet letztlich dann das allen, weil natürlich die Mehrheit der Verkehrsunternehmen entweder im kommunalen Besitz, im Landesbesitz
oder der Bundesgesetz. Ich will aber noch etwas zu dem sagen, was der Kollege sagte, und zwar, wenn man etwas verbietet, gibt es das nicht. Das ist eine weit verbreitete Auffassung. Ich sehe ein bisschen die Gefahr bei der Abschaffung des, der Alternative des Strafgesetzbuches 265a Strafgesetzbuch, dass man ja letztlich genau in diese Richtung geht. Nämlich, wenn man etwas abschafft, meint man dann, das Problem hätte man beseitigt. Also das Problem der Leute, die eine gestörte Beziehung zum Rechtsstaat haben, hätte man dann plötzlich beseitigt. Oder das Problem des Schwarzfahrten geht, hätte man beseitigt. Das Problem der Konflikte im Fahrzeug hätte man beseitigt. Das ist natürlich alles nicht der Fall. Sondern der 265a, der deckt hier noch etwas auf. Und da kann ich auch an das anschließen, was Sie gesagt haben, Leute, die im Übrigen straffrei leben, die würden dann plötzlich, genannt werden, über eine Straftat, ja, wenn die im Übrigen straffrei leben würden, dann würden die ja nie in diese Schwierigkeit kommen. Okay, das ist ein Punkt. Machen Sie vielleicht mit Ihren Dingen Sie? Right. Genau, ja. Das ist immer das, also das topmoderne Technik, die Sie sehen. Wir haben uns gedacht, wenn wir es hier im AGH nicht im Plan bauen, sondern dieses Wetter haben. Aber Herr Doktor, wir haben es gerade gehört, haben dann 80 Millionen Euro im Jahr. Berlin ist ein stark verschuldeter Staat. Und jetzt wollen wir uns das Geld in die Finger gehen lassen. Und jetzt fordert diese Privatfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus den 265a aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Also können Sie mal erklären, was das jetzt soll? Also ich glaube, natürlich vorher noch vorweg, weil es ja bei den Abwehrkindern mal gleich ein bisschen verkürzt ist, sag ich mal. Es geht jetzt natürlich nicht darum, auch uns nicht darum, dass Schwarzmarkt in Zukunft raus sein soll. Der hat quasi der Fahrscheinlose dass die den strafrechtlichen Untergrund und Sanktionsmöglichkeiten eigentlich ausreichend sind, und das, was wir da justizpolitisch machen, so keinen Sinn ergibt. Wenn ich jetzt mal noch einfach die, was in der Arbeit, was passiert, wenn man schwarz fährt in Berlin? Also wenn man Glück hat, kommt da keine Kontrolle, wenn man Pech hat, kommt man keine Kontrolle, wenn man es dreimal mit dem Recht aufbekommt, dann zieht man sich eine Kontrolle aus. Wo man es aber so erwischt wird, dann gibt es dieses bekannte Wort mit dem Geld. Das ist nochmal wichtig, dem Thema nicht so tief zu sagen, dass es nicht um diese 40 Euro geht hier, weil das ist nicht zivilrechtlich handelt. Das heißt auch, wenn das klar ist, das Geld. Die meisten Schwarzfahrer zahlen dann diese 40 Euro. Das, und damit ist die Sache, es ist aber so, dass darüber hinaus noch diesen Straftatbestand gibt, über den wir gerade reden, und der wird dann in der Praxis meistens von der Anwendung wiederholt schwarzwert. Und dann stellen die Verkehrsbetriebe und möglicherweise die Straßenmannschaft dann auch selbst tätig und dann wird das verfolgt. Und diese spezielle Problematik der ersatzfreien Strafe, der Zentralbank kommt dann natürlich insbesondere bei Zahlen keine Anwendung. Die halt einfach nicht in der Lage sind, die eine Strafzahlen, die dann auf der Strafrechnung passiert, das ist auch nicht so viel mehr, das sind dann, ich kenne es im Bereich, weiß ich nicht, 20 Tagessätze oder sowas. Das sind schon mehrere hundert Euro. Ja, das sind ein paar hundert Euro, aber so, das ist noch in dem Bereich das Problem, ist halt, wenn er das freistrafen lässt, wenn man dann dieses Geld bezahlt, natürlich machen die meisten, die nicht bezahlen, das weiß ich nicht können, weil dann muss man es mal genug, ansonsten wird nämlich dieser Satz freistraffähig und das bedeutet dann die zweite Tagessätze verfällt man im Gefängnis. Da zahlen natürlich die Leute, die sich leisten können über das Geld. In den meisten Fällen. Und jetzt mal auf die, das ist nämlich der Punkt, wo es das ökonomische Argument zu tragen kommt. Nicht einmal das ökonomische Argument für das Land Berlin, auch als Träger möglicherweise des öffentlichen Nahverkehrs, das kostet ziemlich
viel Geld. Also ein Gefängnistag kostet bislang irgendwie 100 Euro. So ungefähr. Ökonomisch ist das an der Stelle, also unmittelbar ist das natürlich klar, also wenn man macht gut Gewinn, damit das nur ins Gefängnis steckt, unmittelbar, das ist klar. Und wenn man sich das reine Zahlenverhältnis anguckt, geht das eher an die Frage, ob diese Investition sich dann rein ökonomisch betrachtet, wie in anderen Fragen genommen war, dann betrachtet man meine Frage, ob sich diese Investition dann lohnt. Und da muss man eigentlich ganz klar feststellen, die Abschreibung der Vorschau zu fragen, die stellt der Dienstleistung 45 Euro dran, so, die wir praktisch haben. So, wir haben in Berlin zumindest ziemlich regelmäßige, ziemlich umfangreiche Kontrollen im öffentlichen Personalverkehr. Wenn man der jüngste Spaß bei der Lehre spielt, ist ich habe das jetzt nicht gehört. Wenn ich da jetzt noch 40 Euro zahlen müsste, weil ich kein Ticket habe, das würde mich noch teurer kommen als das Ticket. Ich meine, das ist schon ein ziemlich klarer Abschreibungseffekt. Man könnte darüber diskutieren, ob man auf der Abschreibung etwas verwandt ist, ob man irgendwie 40 Euro oder 60 Euro oder ob man kann auch, wenn man das als Straftatbestand abschafft, überlegen, ob man eine Ordnungswidrigkeit was macht. Kann man selber noch mehr Geld nicht bezahlen, da hängt aber keine andere Zeitstrafe aus. Ist richtig, dass man da jetzt nicht aus irgendwelchen großen Profitmargen was rausnimmt, wenn man Spaß hat, aber es ist halt einmal so, es funktioniert und in der Praxis, die Abschaffung funktioniert, auf der Ebene gut, haben auch in Deutschland eine der höchsten, also im europaweiten Preis eine der höchsten Abdeckungen der Einnahmen zu dem Verbrauch der Gesamtkosten. Und die andere Sache ist die, wir reden bei den Leuten, die jetzt wirklich im meisten Schwarzer fallen natürlich nicht in diese Kategorie, weil wir reden hier von Leuten, die halt, die Leute, die dann wirklich bei den Gesamtkosten der Zeitstrafe anlegen, die haben das Geld nicht. Und jetzt muss man sagen, also die haben das Geld nicht. Ja. Unterstellen wir jetzt mal als alles wahr. So, ja. Wobei ich auch gehört habe, die akzeptieren das Urteil nicht und die haben keinen Bock, das abzumachen. Okay, aber das sind auch zwei Argumente, da sage ich, okay, wenn jemand das Urteil nicht akzeptiert oder es nicht abarbeiten will, dann sagen wir, naja gut, wenn du dich anschauen, ein bisschen was frei. Aber das ist eine andere Problematik. Das finde ich jetzt auch schon eine sehr schwierige ich will einen Satz sagen. Und zwar, wenn die Leute kein Geld haben, wo sollen sie dann das Geld haben für das EBE? Ja? Also, für das erhöhte Beförderungsentgelt. Ja? Das heißt also, wir sagen, ja, wir haben ja kein Geld, die Geldstrafe nach 265a zu bezahlen. Wir haben das Geld für die Ordnungswidrigkeit sollen sie haben, das Geld für das erhöhte Beförderungsentgelt sollen sie haben. Wie? Ja? Also wenn, dann haben sie das alles nicht. Ja? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann sagen sie, entweder kommen sie dann doch letztlich wieder in den Knast, nur über andere Schlingen, oder die sagen, gut, wenn ich jetzt nicht in den Knast komme und ich habe kein Geld, ich habe die Hand gehoben, dann ist ja gut, dann kann ich ja machen, was ich will. Ja. Also, der arme Mann kann man nicht in den Knast halten. Also, Geld nicht haben. Die haben auch das Geld für das Beförderungsentgelt nicht. Ja, aber was wollen Sie da? Also, wo sind Sie denn da die Abschreibung zu? Was können die Leute eigentlich dazu abschreiben, irgendwie ganz sich wohlhabend zu sein? Also, das ist ja der Punkt. Die Leute, die das Geld nicht haben, die fahren nicht deshalb schwarz, weil sie ein gestörtes Verhältnis in den Rechtsstaat haben, sondern die fahren tatsächlich deshalb schwarz, weil sie das Geld nicht haben. So, und jetzt. Ich sage an der Stelle auch nicht, ja, das ist alles okay, die sollen das ruhig machen, wenn sie das Geld nicht haben, und drücken wir mal auf, beziehungsweise
nicht mal dafür leitet. Das wäre zwar natürlich Aufgabe der Gemeinschaft, dafür zu sorgen, dass man die öffentliche Person nachverklappt haben müssen kann, wenn man das Geld nicht hat. Oder gleich dann mit der Unterforderung ist, kann man so machen, dass man dafür sorgt, dass die Leute dann verpflichtet oder umsonst Tickets bekommen. Man kann das so machen, dass man den öffentlichen Personalverkehr insgesamt finanziert, auf einer anderen Seite. Und ich sage auch nicht, dass man diese Last gewissermaßen irgendwie dann einfach in der Verkehrsbetrieben auf der Folge sage, dass das, was im Moment noch funktioniert nicht, und da habe ich eine ganze Menge negativer Dinge. So, und dem Herrn Böhmeier links neben mir, dem juckt die ganze Zeit schon in den Fingern, und ich glaube, dem Herrn Heische auch. Herr Böhmeier. Ich bin in der Jugend so gut erzogen zum Reinfällen, muss ich immer in der Tat ist natürlich der letzte Punkt, den ich nicht teilen kann, aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher. Ich habe natürlich keinen repräsentativen Einblick in die Schwarzzahlen, aber die Akten, die ich auf dem Tisch habe, zum Schwarzen, hier sieht man auf den allerersten Blick, dass es um Leute geht, die in der Tat keinen Cent über haben. Und insofern habe ich auch das Gefühl, dass wir Leute bestrafen, mit dem Ziel, zu einem Stück Verhalten zu motivieren, einen Fahrschein zu kaufen, was sie aber gar nicht tun können, anstatt dieses Geld nicht mehr bestrafen. Und das ist dann natürlich in der Tat ein Fall, wo das Strafrecht in der Tat fehlgeplatzt ist, aus meiner Sicht. Und da finde ich mich persönlich natürlich auch als Angehöriger der Justiz irgendwo missbraucht für einen Versuch einer gesellschaftlichen Steuerung, der von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Ich kann für die Kollegen sprechen, aber ich persönlich sage mir, das ist doch absurd. Das ist also genauso, als wenn man zum Beispiel kleine Drogenabhängige verfolgt, Strafverfolger, die irgendwie eine Risiko in der Tasche haben. Das ist auch offensichtlich sinnlos, die brauchen eine Therapie, aber müssen nicht ins Gefängnis. Gut, ich will nicht abschweifen, da sollte sich in der Tat aus meiner Sicht Gedanken machen, warum eigentlich sollte man Leute dafür bestrafen, wenn sie tatsächlich kein Geld haben? Und da hat der Verweis auf das schon einen sinnvollen Hinweis gegeben, über ein Modell nachzudenken, wie man möglicherweise diesen Menschen es ermöglichen kann, zum Beispiel legal den öffentlichen Nachverkehr zu suchen. Also Stichwort Legalschutz. Das wäre aus meiner Sicht wesentlich sinnvoller, als sie ins Gefängnis zu stecken. Und das finde ich einen interessanten Punkt. Vielleicht kann man da ja auch mal eine ökonomische Perspektive darauf nutzen. Es ist ja schon gesagt worden, so ein Tag in Haft kostet etwa 100 Euro. Das ist aber nur der Satz ohne Baukosten. Wenn man die Baukosten für die Gebäude, also 712 Euro nach der letzten Rechnung sehen muss, und dann kann ich mir überlegen, was müsste man an die BVG wohl zahlen, pro Nase für ein Sozialstück? Das müsste das wohl sein, wenn es ansatzweise den Fahrten deckt, 53 Euro pro Monat. Das heißt, also man könnte für jeden einzelnen Knasttag könnte man für zwei Menschen legalen, kostenlosen Nahverkehr im Monat ermöglichen. Finde ich ein interessantes Gedanke. So, das mit der Interaktion funktioniert auch schon sehr gut. Ich höre, dass das Sozialticket 30,50 Euro im Monat musste ich auch noch kosten. Du fragst mal zu. Aber okay, aber nochmal, Herr Arsch, das sind Kriminelle, ja, die klauen jetzt. Und jetzt setzen Sie sich auch noch für die. Nein, also ich fand bis jetzt ganz überzeugend eigentlich zu sagen, okay, es ist unsere Infrastruktur, die zahlen wir irgendwie alle, wir müssen dafür Geld geben, wenn wir jetzt das aus dem StGB abschaffen, dann setzen wir auch noch einen Anreiz für Leute, die irgendwie schwarz fahren wollen, dann kommt so ein Schlendrian rein und sagen die Leute, dann denken die Leute auf einmal irgendwie, ja, jetzt wurde das komplett abgeschafft und bestellen nur Monatstickets ab und so. Also da kann man jetzt irgendwas, das kann man jetzt nicht sagen. Also vielleicht erklären Sie nochmal, was Sie dazu motiviert, diese Dinge zu tun, die Sie da irgendwie tun. Ja, klar sind das Kriminelle. Es gibt von einem Berliner Journalisten, das haben wir gerade den Einfeld, ein Buch, das heißt Wegkriminellen Deutschen. Da ist so relativ nachvollziehbar, zumindest finde ich aus meiner Praxis auch als Anwalt, dargelegt, dass wir alle mindestens einmal am Tag Kriminelle werden, beim Fahrradfahren bestimmt nicht täglich immer. Manchmal nicht. Sie sind es. Nee, aber es gibt auch viele andere Gelegenheiten, bei denen man Kriminelle werden kann. Also das ist allein nicht das Kriterium. Das Kriterium ist natürlich, und da muss ich als Jurist mal ganz trocken sagen, man darf nicht mit jedem Brühl auf jemanden einhauen, wo
weil er sich nicht normgerecht verhält. Darum geht es in diesem Fall nämlich um das Strafrecht als letzte Möglichkeit, als letztes zur Verfügung stehendes Mittel, um sozial Unpassendes, worum da ohne Zweifel Schwarzmarkt gehört, zu regulieren. Und da gehört es einfach nicht hin, weder in dem Kontext, wenn man es mit anderen Arten der Kriminalität vergleicht, noch, und ich betone das nochmal, das war unser Ansatz, im Hinblick darauf, was daraus entsteht, also nämlich die absolute Privilegierung trifft, dass die dann eben auch statt einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe absitzen. Ich könnte dazu noch viele andere Sachen sagen, aber es gibt zum Beispiel auch im Strafrecht die Erkenntnis, das sind ja dann vielleicht kurze Strafen, 20 bis 50 Tagessätze, also 20 bis 50 Tage im Knast. Ich glaube, 20 Jahren wurden die kurzen Freiheitsstrafen abgeschafft, weil man erkannt hat, dass die im Zweifel nur schaden. Das heißt, derjenige, der eine kurze Freiheitsstrafe verbüßt, und dazu zählen dann eben auch die Ersatzfreiheitsstrafe, die kriegen die Angst vor dem Knast abgewöhnt und die kriegen im Knast noch eine Instruktion, wie sie sich in Zukunft besser kriminell verhalten können. Also wirklich, und wenn sie dann Arbeit haben oder wenn sie in einem sozialen Projekt sind, weil die Unterprivilegierten dann auch manchmal der Fall ist. Und wenn sie da rauskommen, man hat also, was diese Leute angeht, nur Schaden. Und der ist von unserer Seite, die wir privilegiert sind, ist ein moralisch nicht hinnehmbar. Und von deren Seite ist es einfach ein zusätzliches Draufschlagen. Zu den Haftkosten kann ich auch noch was sagen. Der Haftkostensatz, der ist ja ein Durchschnittswert. Ich glaube, derzeit wird er mit 119 Euro pro Tag pro Gefangenen veranschlagt. Da muss man aber mal berücksichtigen, dass hinsichtlich derjenigen, über die wir heute reden, der Ersatzfreiheitsstrafe wegen Schwarzfahrens, das hat die Haftkosten vermutlich bei 200 bis 250 Euro liegen. Die Haftkosten im offenen Vollzug liegen nämlich ungefähr bei der Hälfte oder ein Drittel. Wir haben ein Drittel der Gefangenen in Berlin im offenen Vollzug. Ersatzfreiheitsstrafe und damit auch die wegen Schwarzfahrens zu einer Geldstrafe verurteilten, die sitzen zu zwei Drittel im geschlossenen Vollzug. Herr Hilbert, Sie werden ja sicher oft gefragt, ja, Moment, also wenn gerade, Sie hatten das mit der Größe des Beförderungsgefäßes oder so, hatten Sie das schon genannt. Warum, ich war zum Beispiel mal in London oder in Shanghai, ist das auch so, da muss man so sein Kärtchen da irgendwo einstecken und dann kommt man erst rein. Und jetzt ist es in Deutschland irgendwie so, man kommt immer einfach so rein. Warum macht man denn nicht einfach sowas? Also, dass man sagt, so gestellt überall diese Poller auf und dann müssen die Leute ihr Kärtchen da irgendwo einstecken und sonst kommen sie überhaupt gar nicht in den ÖPNV hingegangen. Ist das wirklich gewünscht? Frage ich mal. Also, ich meine, wie gesagt, das sind Kriminelle, die wollen zu klauen und dann müssen sie mehr deswegen fragen. Naja, gut, man das jetzt so schön lächerlich, aber ich meine, ich weiß, dass das denn gut. Also, erstens, das sind ja auch wieder erhebliche Kosten. Zweitens, muss man sehen, dass das in den meisten Systemen überhaupt nicht funktioniert. Also, wenn Sie jetzt nach Paris schauen, und haben geschlossene U-Bahn-Systeme, die komplett unterirdisch waren, da kann man sowas machen. Es funktioniert schon nicht bei der Straßenbahn, es funktioniert nicht bei den Nicht-Stadtbahn-Systemen, die in den meisten deutschen Städten sind. Also von daher ist das schon überhaupt gar nicht technisch machbar, sondern ausschließlich bei komplett U-Bahn-Systemen, die eben überall unabhängig waren, geschlossene Systeme sind. Und dann wirklich die Frage, will man das? Also ist es nicht ein schöner Teil einer offenen Gesellschaft, wo man dem Bürger, dem Menschen vertraut, dass er seinen Obolus, den er zu entrichten hat, auch entrichtet? Oder wollen wir hier eine neue Misstrauensgesellschaft mit einer Mauern, Zäunen, Stacheldraht und Selbstschussanlage installieren? Also das ist irgendwie nicht mein Menschenbild, ja? Ich weiß nicht, ob das vielleicht, ich weiß nicht, ich komme aus Köln, ist das irgendwie vielleicht ein Berliner Trauma, das zu wünschen?
Ich will, dass diejenigen, die sowieso schon wieder sind, hier aufkriegen. Nein, darum geht es auch nicht. Ich habe mir Sie hatten gesagt, die Leute, die das Geld nicht haben, die können das nicht bezahlen. Sie haben von Sozialität gesprochen. Wir als VDV begrüßen das Sozialticket. Ja? Das heißt, als unterprivilegierten Menschen ein Sozialticket zu geben, das ist uns sofort dabei. Da haben wir überhaupt kein Problem. Ja? Und wir haben auch kein Problem damit, die Haftkosten als einzelne Verkehrsunternehmen weiterzuladen. Ja? Wenn man damit sogar mehr Geld einnehmen würde, dann könnte man sogar noch Taktzeiten verbessern, Nachtverkehr verbessern und so weiter. Das ist eine super Sache. Und überhaupt kein Problem. Nur man kann nicht sagen, jemand hat das Geld nicht, deswegen hat er einen Freifahrtschein. Ja. Freifahrtschein, da kann er auch beim C&A sich die Klamotten einfach mitnehmen, darf dann beim Rewe, darf man auch sich dort alles mitnehmen, weil er hat ja das Geld. Ja. Herr Weiß, Sie wollen das dazu sagen. Wollen Sie uns auf die Sache anfangen, mit einem Freifahrtschein anfangen? Weil es geht ja nicht um den Freifahrtschein. Es ist ja nicht so, dass man vor Gericht gehandelt wegen Neubusserspeicherung und dann sein Urteil kriegt und dann gleichzeitig noch Dokumente in die Hand kriegt, die dann das dem Verkehrsbetrieb sagen kann. Dann ist so eben schön, dass keine Versicherung mehr. Also das ist ja eine zivilrechtliche Forderung, die weiter bestehen, die ist ja davon abhängig existiert. Die können Sie aber halt nicht einschreiben in den meisten Plänen, in den WWE. Aus dem gleichen Grund, aus dem man auch. Also wenn der nicht bereit ist, wenn die Ersatzfreistrafe geht, weil er nicht bereit ist oder nicht in der Lage ist, hier die Strafe zu zahlen, wird wahrscheinlich auch mit dem Forderung sein Geld nicht zahlen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es ist möglich, zivilrechtliche Forderungen einzuschreiben. Wenn ich jetzt schwarz werde und man kommt in Kontrolle und zahlt dann 40 Euro, beziehungsweise man kriegt Zeit gebraucht, dass man zahlen soll, und man zahlt ihn nicht, was dann als nächstes passiert ist, dann kriegt man einen zweiten Brief, diesmal kann ich direkt Fahrgeist kriegen, sondern man passt und dann hängt man 70 Euro. So. Also das sind normale Vorgänge und es ist in diesem Land möglich, Schulden einzutragen. Ja, und was passiert zum Schluss? Was passiert ganz zum Schluss, wenn also das nicht bezahlt werden kann? Was passiert mit den Leuten, die sagen, ich bezahle grundsätzlich nichts, ich kann es nicht, will es nicht, das wird schon alles dahinstehen. Ja? Was sollen die denn geschehen? Die sollen nicht in den Knast kommen, aber die bezahlen uns, ob zivilrechtlich oder strafrechtlich. Sie bezahlen nicht, also sie können nicht wollen, wie auch immer. Sie bezahlen. So. Was so, passiert dann? Ich würde einfach mal da reinfälschen wollen. Das ist eine interessante Parallele zum Down of Netz. Ne? Die Musikunternehmen berechnen ja auch gerne mit wertenden Überschattungssummen. Und die kommen zustande, wenn man davon ausgeht, dass jeder Down of jeden Fall von dem Netzwerk sonst eine 9,99 Euro zu legen gewesen wäre. Wir alle wissen, das ist kompletter Unsinn. Ja, also die meinen wahrscheinlich für mehr nur noch 1% der Downloads, sonst wäre der Umsatz in einem Bereich von so der CDA gewesen. Und ich glaube, gerade dann ist es sehr, sehr, sehr viele Menschen, nach meiner Erfahrung praktisch alle Menschen, die tatsächlich wegen Beförderungsbeschränkungen verurteilt werden, die sonst die Nacht nicht hätten leisten können, sind aus meiner Sicht die Schadenssummen, die da berechnet werden, auch völlig fiktiv. Ne? Also ich kann natürlich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, wie hoch dieser Anteil derjenigen tatsächlich ist, die diese Fahrt niemals hätten bezahlen können. Das heißt, die Frage ist nicht, ob die Leute zahlen oder nicht zahlen, die Frage ist ja, ob die Leute fahren oder nicht fahren. Und da muss man schon mal ganz ehrlich sagen, eine solche Mobilitätseinschränkung wäre aus meiner Sicht auch sozial nicht umzugehen. Auf der anderen Seite, hier gibt es natürlich ein großes Problem, was die Normdurchsetzung angeht. Und wenn man jetzt generell sagen würde, wer nicht zahlen kann, muss auch nicht zahlen, dann würden sich natürlich irgendwann die Leute fragen, die sich das irgendwas leisten können, ja, warum zahle ich denn dann eigentlich noch? Insofern bin ich nicht der Meinung, dass man das jetzt generell freistellen sollte von jeder Haftung, aber ich bin einfach da für eine gewisse Rationalität in der Debatte, dass man nicht so tut, als wenn da Millionensummen an Flöten gehen, sondern wahrscheinlich sind es deutlich geringere Summen. Zweiter Punkt, ich würde nochmal dafür werben wollen, dass man ein bisschen genauer hinschaut, wofür eigentlich das Strafrechtssystem dient und was es denn auch so, wie soll ich sagen, für kollaterale Folgen, wenn auch nicht vielleicht oder kollaterale Schäden hervorruft. So eine strafrechtliche Ermittlung
ist ja nicht, gehört ja nicht nur, dass man möglicherweise immer zu einer Geldstrafe verurteilt wird, sondern es ist ja eine ganze Weile weiterer Folgen nach sich. Ne? Man muss natürlich zum einen zum Gericht hin, klar, das ist auch offensichtlich Dinge, aber es führt unter Umständen auch dazu, dass man vorbestraft ist. Es führt, wenn man eine, manchmal eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt bekommen hat, möglicherweise zu wiederholter Bewährung. Das heißt also, ein Strafverfahren hat ganz breite negative Folgen auf die gesellschaftliche Einbindung. Und wir haben ja so die Vorstellung, dass das Gefängnis möglichst zur gesellschaftlichen Wiedereinführung, zur Resozialisierung führen soll. Das ist nicht nur allerdings eine Verzugswirklichkeit auch zum Wiederholen. Es gibt natürlich Fälle, da kann auch immer natürlich auch ganz von der Freude aufgehen, wo das Gefängnis dann viel besser ist. Das ist ja das Nächste, dass es nicht funktioniert, aber es ist eben auch nicht der Regelfall. Und Dr. Heifert hat darauf hingewiesen, gerade kurze Freiheitsstrafen führen in der Tendenz gerade nicht zu einer gesellschaftlichen Einbindung, sondern eher dazu, dass Menschen herausgerissen werden in Arbeitsplätze. Ich bin deswegen sehr dafür, dass wir einfach nochmal genauer darüber nachdenken. Und gerade das Strafrecht mit seinen bereits drastischen Einschnitten und mit seinen möglicherweise innermenschlichen sozialen Nebenfolgen das richtige Mittel ist, um das Normengut, ja, das Kauf bei dem Fahrschein oder wenigstens den Sozialschein zu stärken. Und ich denke, jedenfalls, wenn man da eine Bilanz zieht, dann sind die negativen Kosten finanzieller Art, aber gerade auch sozialer Art, so hoch, dass man sinnvollerweise eigentlich nicht mehr streiten kann für einen Schaden. So, Herr Heische, ein Weg ins Ausland. Wissen Sie, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird? Also haben Sie da Erfahrungen oder Vergleiche oder steht zu befürchten, dass wenn wir das jetzt aus dem Strafgesetz streichen, dann ziehen wir dann die Kriminellen nach Berlin? Nee, hier ist so ein Schwarz. Schwarz, schwarze Runde. Also eine liberale Schwarz-Fahrpolitik haben wir und so. Ja, AB, erzählen uns mal extra. Nee, aber haben Sie da Beispiele, wie man das anderswo handhabt oder nicht? Oder vielleicht. Also über die Zugänge zu den Beförderungsmitteln gibt es ja verschiedene Modelle. Hilbert hat es schon gesagt, es wird anderswo anders gehandhabt. Und ich selber finde das natürlich wunderbar, wenn man als freier Mensch einfach frei in die U-Bahn gehen kann. Das ohne Fahrschein zu tun, da geht es mir, wie der Herr weiß, da sind mir einfach diese 40 Euro in Heimlichkeit zu blöd. Deswegen sage ich doch meistens. Es geht im Grunde darum, wie man diese Normeinhaltung erreichen könnte, ohne jemandem noch mehr Unrecht zuzufügen. Was in anderen Ländern in dieser Hinsicht passiert, weiß ich nicht genau. Ich kann nur dazu sagen, es gibt in vielen anderen europäischen Ländern gibt es ganz wenig Ersatzfreiheitsstrafen. Das heißt, da gibt es ganz wenig Leute, die wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis kommen. Das liegt, soweit mir bekannt ist, in den skandinavischen Ländern zum Beispiel daran, dass es dort eine richterliche Überprüfung gibt vor der Umwandlung einer Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe. Das heißt, da wurde ein Richter, kann der nicht oder will der nicht. Ich glaube, im Jahre 2011, das war die letzte Statistik, die ich darüber habe, gab es in Schweden keinen einzigen Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, da funktioniert schlicht und ergreifend bei einer vergleichbar großen Menge von Geldstrafen. Also auf Bevölkerung umgerechnet so und so viel Bevölkerung, umgerechnet auf die bis so und so viele Geldstrafen und so weiter und so fort. Und auf die umgerechnet gab es keinen einzigen. Das heißt, da funktioniert die richterliche Kontrolle nicht mehr. Bei uns ist es ja nicht so, dass ein Richter das prüft. Ein Richter sagt, der Unrechtsgehalt dieser Tat, dieser schrecklichen, wo der BVG 2,10 oder 3x2,10 entgangen sind, der ist allem, was mit einer Geldstrafe zu bemessen, also entscheidet der Richter für eine Geldstrafe. Die Umwandlung später, wenn der Betreffende nicht zahlt, zu 83%, ich glaube mal ein bisschen an diese Zahl, jedenfalls an die Größenordnung, wenn der nicht zahlt, entscheidet ein Verwaltungsmensch bei der Staatsanwaltschaft, nämlich der Rechtspfleger oder die Rechtspflegerin. Da gibt es, das ist ein totales Abweichen von dem Prinzip des Richterspruchs, der eigentlich die Strafe nur bestimmen darf. Das ist höchstrichterlich nach meiner Kenntnis noch nicht aufgehoben worden. Es ging schon mal ein bisschen höher, ich weiß nicht, wie es zu welcher Art Gericht.
dass es am ganz hoch geht, scheitert meistens daran, dass die Ersatzpreisschrauben dann eben so kurz sind und bis dahin der Betreibende kein rechtliches Interesse mehr hat und deswegen darüber nicht entschieden wird. Gut, ein Aspekt vielleicht auch an dieser Stelle von mir. Ich habe schon gesagt, man darf einfach nicht. Und ich stimme ja nicht dazu, man muss hier etwas tun, man sollte irgendwie auf Normeinhaltung drängen, aber nicht, es kann, man kann es wie die Zivilrechtlichen machen, mit der Förderungsgeld, man kann es eventuell über das Bußgeld machen. Beim Bußgeld, wenn das da hängt, kann es übrigens auch unangenehm werden, wenn da jemand nicht zahlen will, dann kommt er auch in den Knast. Man kann auch nicht mal das Bußgeld absetzen dadurch, sondern das ist als Erzwingungshaft. Das Bußgeld bleibt bestehen. Aber da gibt es einen Richter, der das holt vorher. Und es gab in Berlin innerhalb der sechsten halben Jahres, soweit ich informiert bin, einen einzigen, der in der Erzwingungshaft saß. Da habe ich nicht rausgegriffen, was ein Spaß war. Also, das war möglicherweise jemand, der falsch gefragt hat und gesagt hat, ich habe richtig gefragt. Also, das war nicht vorne. Ja, ich habe auch das mal machen dürfen, aber es gibt Tiergarten und so weiter. Und da waren 19% gefühlt der Leute bei natürlichen Wohnungsgebühren nicht bezahlt. Interessanterweise. Also, wenn du nicht die GEZ-Gebühren nicht zahlst, das ist auch eine Ordnungswidrigkeit. Und allerdings sind diese Haftzeiten dann auch wesentlich kürzer. Das sind dann so also 2, 3, manchmal 5 Tage, wenn das Ding so sind. Und da ist es nämlich so, dass diese Erzwingungshaft, die der Herr auch gerade gesagt hat, extrem effizient ist, denn dann zahlen die Leute praktisch ausnahmslos. Deswegen, also ich habe da alleine. Hunderte, ja, von einem Vierteljahr, Hunderte von Erziehungshaft, Verfügungen unterschrieben und wie gesagt, noch einer musste dann irgendwann mal rein. Halt dann unter dem Eindruck dieser 5 Haft-Tage finden die Leute und dann wissen wir dann doch noch. Die GEZ-Leute hatten die denn ein Fernsehen in der Haft? Nee, Einerseits, Strafe geht nicht, Bußgeld geht nicht gleich. Das war die eine Thema und die zweite, die ich noch sagen möchte, das ist die, da man den Unterprivilegierten nicht zusätzlich noch was Schlechtes antun, ja, aber andererseits sie auch nicht einfach so schwarz fahren lassen darf, gibt es ja auch mit dem Sozialticket noch etwas, was dann sowieso im Knast auch passiert, nämlich die soziale Betreuung. Außerdem sind die meisten der Alkoholkranken oder Betreuungsmittelabhängigen sind ohnehin in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Das heißt, das, was man heute an Aufwand betreibt, oder ein Bruchteil von dem, was man heute an Aufwand betreibt, um das offiziell zu verfolgen, die Polizei, die Schwarzfahrer hinterher, die Kostenaufwand, die Kontrolleure, Kostenaufwand, die Richter sowieso, die Staatsanwälte, der Knast und was weiß ich, das alles ist so zunächst wahnsinnig. Und man löst ein, meine ich, privates Problem. Öffentliche Verkehrsunternehmen sind ja weitgehend privatwirtschaftlich organisiert auf Kosten der Allgemeinheit, und zwar mit sehr großen Kosten. Dann kann man aber auch gleich sagen, mag die Schlüsselbrüche nicht kriegen, dann schicken wir die Sozialarbeiter, die wir sonst in den Knast haben, die schicken wir dann in die U-Bahn. Und dass man das Schwarzfahren und Vollbahn verhindern kann, naja, das ist wie wegen dem Sommer, kann man auch nicht. So, der Herr Weiß wollte noch was sagen, dann nach der. Ich wollte noch was zu dem Aspekt sagen, dass öffentlicher Personennahverkehr ist ja, oder in der Fall nicht ganz öffentlich. Also, es ist zwar oft Privatschaft organisiert, aber das ist auch wichtig, dass oft auch irgendwie ein öffentlicher Auftrag, öffentlicher Trägerschaft, und es ist halt in der Infrastruktur, weil da besorgen müssen, dass sie da ist und dass sie funktioniert. Und an der Stelle ist es auch so, dass ich zahle auch von Artikel nicht nur deshalb, weil ich Angst habe, beim Spaß daran zu werden, sondern deshalb, weil ich weiß, dass es halt einfach die Kosten dieser Infrastruktur, die sind natürlich getragen werden. Wichtig ist aber auch, dass da, wo der Kampfraum so organisiert ist, wie der Organisation sollte, dass eben nicht mehr eine Flächendeckung wird, sondern dass man die Idealfallflächen hier jetzt mal versorgen, die nicht nur da ist, wo es sich wirtschaftlich lohnt. Vorhin ist da zahlt man auch was drauf als Staat bzw. als Gemeinschaft. Das ist immer der Fall, aber ich finde gerade bei dem Aspekt sollte man sich wirklich überlegen, ob man damit, ob man dann wirklich die Abschreckungsstrategie fahren sollte, über die wir gerade reden. Das ist ja auch schon gesagt worden. Wir sind wohl an Spaßfahrern, wo es immer jeden Teil noch wirklich so angeht, schön sicher zu weisen.
überall anladen, sich auch dabei. Das würden wir eigentlich nicht wollen. So. Die überwiegende Mehrzahl der Leute zahlt Arbeitsplätze. Und Kontrollen funktionieren. Ich meine, man kann sich quasi auch auf einer rein wirtschaftlichen Ebene entscheiden, ob man jetzt sagt, wir bauen ein Kontrollsystem ein oder wir zahlen ein Geld dafür aus, dass da Kontrollen stattfinden. Das sind beides Investitionen, die sich beide gewissermaßen auf der privatwirtschaftlichen Ebene dadurch lohnen, dass man eben eine höhere Veranlagung einhaben kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass das mit dem Kontrollen, mit dem Kontrollungsbereich, ich habe nicht das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Ich meine, wir sind jetzt die Anzahl der Straßenbahnen überhaupt gefolgt. Ist nach den Statistiken wieder Und noch was von was ist, wenn die lassen mir Leute ihre Schulden bezahlen, ja. Das ist ein gemeines Problem, ja. Wenn man jetzt sagen würde, wir machen das zum Ordnungsbuch, die Karlsburger Stammvorgänge, ja, das hat auch immer noch Möglichkeiten, ja, wenn auch einschließlich Zürichsvorgänge, ja, das heißt, die Leute einfach nicht zahlen wollen, aber zahlen können, gibt es da Möglichkeiten, die Leute nicht zahlen können. Das ist in einem einzigen Platz, so ein bisschen Leute machen, ist dann, dass man das mal nicht machen und das sollte man sich auch mal als psychologische Umschaffungsgericht zugefallen. Es gab schon Zeit, wo es anders gemacht hat. Und was wir müssen wollen, nicht machen, ist, stellen wir nicht ins Gefängnis. Ich möchte mal in einer zweiten Minute Einleitung ganz kurz internationale Vergleiche überweisen. Es gibt da zum Beispiel, gibt es ja so Staatszüge, jedenfalls in der Metro und in der S-Bahn. Und ob das nun in einem kausalen Zusammenhang steht oder nicht, weiß ich nicht. Aber kostet die Fahrt, die wir um 2 Euro kostet, 1,20 Euro. Also wenn man so ein Panier zuzieht, zahlt man mittlerweile 12 Euro. Ich weiß nicht, wie hoch der Pariser Nahverkehr subventioniert ist, aber es ist immerhin interessant, dass natürlich in Paris die Schwarzfahrerquote entsprechend nah an ist. Ein anderer Punkt, ich würde gerne nochmal über diesen konkreten Vorschlag der Fraktionen sprechen, wenn das erlaubt ist. Und da. Wir haben damals lange jetzt hier erstmal also im rechtspolitischen Raum uns bewegt und haben an Vielzahl Unzuträglichkeiten der Strafbarkeit ausgemacht. Auf der anderen Seite muss man sehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man im Bundesrat und zumal im Bundestag vor Unwahl eine Mehrheit für eine Abschaffung oder für eine Ordnungswidrigkeit zusammengekommen. Deswegen habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie man das möglicherweise angehen würde. Also der Vorschlag, der da auf dem Tisch liegt, ist ja vielleicht das radikal. Da heißt es nämlich ersatzweise Streichung und im letzten Satz steht so im letzten Notfalls eine Ordnungswidrigkeit. Das ist nämlich ein Kopfspiel und mich würde also die Meinung auch aus der Runde und natürlich von Kultus interessieren, wie lässt sich das in der Rechnungsklausel? Sie haben ja in diesem Lande erfreulicherweise einen Föderalismus und oftmals wird als ein Vorteil des Föderalismus dargestellt, dass die Länder verschiedene Modelle entwickeln können, zum Beispiel im Bildungssystem, und dann man so quasi ein bisschen rausmendelt, welches System denn am besten funktioniert. Und dann Vor- und Nachteil. Warum eigentlich nicht eine Experimentierklausel für den 265a? In dem Sinne, dass der Landesgesetzgeber, der vom Bund ermächtigt wird, zu bestimmen, dass auf seinem Gebiet der 265a dritte Alternative, ist das klar, ne? Ja. Die dritte Alternative eben keine Straftat mehr ist, sondern eine Ordnungswidrigkeit, die ein Bußgeld ist oder nix bestraft werden kann. Möglicherweise erreicht man dann mittelfristig auf bundespolitischer Ebene dasselbe und könnte zumindest mal zum Beispiel in Berlin versuchen zu schauen, wie denn eigentlich so eine Herabstufung dieses Schwarzfahrens zu einer Ordnungswidrigkeit in der Praxis funktioniert und wie das ja, also wenn ich diesen Antrag wähle, was ich natürlich nicht bin, denke das an Vorschlag. Jetzt sitzen die Grünen da ja alle drüben, müssen wir das wahrscheinlich irgendwie machen, aber das ist kein Problem. Ich habe mir jetzt mal Folgendes überlegt, wir diskutieren hier jetzt seit 55 Minuten. Jetzt wollen wir natürlich alle noch, dass wir hier noch eine Stunde weiter diskutieren. Und also ich würde jetzt mal darum bitten, vielleicht noch jeder ein schönes Abschlussstatement.
Und nochmal zu sagen, wie man das denn jetzt alles hier so findet in diesem Antrag und überhaupt. Und dann öffnen wir das Ganze, wenn es Fragen im Publikum gibt. Und dann freuen wir uns, glaube ich, alle über Fragen. Ja? Ja. Erste Frage, oder? Und dann ist das weg, oder? Ja. Ja, also gut, wir können das auch anders machen. Ich bin es ja gewohnt, dass Dinge spontan umgeworfen werden. Also bevor wir die angekündigten Abschlussstatements haben, werden es jetzt Fragen geben. Also fragen Sie los, bitte, jeder immer nur einmal, sonst wird es undeutlich. Und einfach melden und angeben, dann werden wir das hier nochmal für den Stream sagen. Einfach laut sprechen, der Herr in dem grünen Poloshirt. Einfach mal, ja. Die Nachbarländer, das wäre schon mal interessant, jetzt bezüglich der Öffnungsklausel zu wissen, weil wenn nicht Länder spezifische Mentalität haben, da könnte man vielleicht ableiten hier, sich in Deutschland verhalten würde oder in den Ländern? Ich habe das leider, ich glaube, ich habe Böhmer das auch nicht verstanden. Die haben ganz richtig verstanden. Genau, also es geht darum, mich würde sehr interessieren, wie es in anderen Ländern, wie das sich verhält, wenn man jetzt diese Öffnungsklausel in Betracht zieht. Es gibt bestimmt in anderen Ländern, ist das schon so der Fall. In anderen Bundesländern oder in anderen Staaten? Zum Beispiel im europäischen Ausland. Achso, ja, aber. Da kann gefangenen Daten vor dem Moment wiederholen. Achso, genau, das war die Frage, die ich ja eben mit Herrn Meischel gestellt hatte. Ich glaube, jetzt hier auf dem Podium, ich bin mal wieder auch Chefvorwalt. Okay, also ich finde, das ist im Prinzip ein Problem-Lernungsvergleich. Und das Problem ist nur, wenn man ein so komplexes Thema nimmt. Ne? Das, also, wir haben es ja eben schon gesagt, das Stichwort Sozialthema. Das ist also sozialrechtliche Fragen verbindet mit strafrechtlichen, sanktionsrechtlichen, verstreckungsrechtlichen Fragen. Ich glaube, da kommt man zu wahnsinnig weiter. Deswegen ja mein Gedanke, dass man das bei einem Bundesländervergleich startet, weil es bei einer Bundesländerklausel einfach mal dann vor dem Hintergrund eines ansatzweise gleichen rechtlichen Rahmens sehen kann, wie sich das dann tatsächlich auf die anderen Compliance auswirkt. Ja, ob die Leute dann eben zahlen oder nicht zahlen und wie die Einnahmen dann funktionieren. Das ist ein Kompromiss. Staatenerstreichung, also quasi in den Gegen- und Mittelweg. Ja, das ist ein Instrument. Man weiß, also deswegen, das ist ja mein Gedanke. Also ich bin etwas skeptisch, ob man bundespolitisch eine Mehrheit dafür zustande bekommt, das einfach mal abzuschaffen. Und ich meine, Herr Wacker hat ja auch darauf hingewiesen, dass es ein legitimes Interesse an diese Norm, ja, kauft euch ein Ticket zu betreffen. Und wir haben jetzt ein bisschen gestritten über die Frage, wie man diese Norm sinnvoll bekräftigt, was das kostet. Und da war einfach mein Gedanke, versuchen wir es doch mal. Geben wir noch Ländern, die das versuchen wollen, die Chance, das zu nutzen, die Ordnungsfähigkeit runterzuschieben und dann Erfahrung zu sammeln und dann auch zum Beispiel zu schauen, wie es im Verkehrsbetrieb wird. Denn letztendlich geht es ja darum, dass man eben leistungsfähig öffentlich nachdenken kann. Super. Wir haben hier noch eine Frage von der Frau Frau. Glaub genug, dass ich nicht aufklären muss. Die erste Frage ist eigentlich, gibt es schon die Möglichkeit, sehr schwache abzuarbeiten, weil Leute dazu in der Lage sind? Das wäre eine allgemeine Frage. Und dann das Hilbert, was ich bei Ihrem Vortrag vermisst habe, wir haben ja eine gesellschaftliche Realität von Armut. Da würde ich also gerne mal sehen und von Ihnen hören. Und dann ist es ja auch so, große Unternehmen wollen ja auch immer sozusagen manipulieren, dass sie sich sozial engagieren, dass sie einfach auf sich mit solchen Realitäten stellen. Da wäre es auch mal eine Möglichkeit, also wenn so viel Schaden oder, sag mal, das soziale Engagement, den man dann vorschlagen darf, wir würden vielleicht für diese Leute 10 Euro im Monat oder 5 Euro verlangen, das andere wird dann irgendwie aus dem Kopf, aus dem sozialen Kopf finanziert. Also einfach mal so als Idee. Gut, da, ich wiederhole es nochmal für das Team bzw. für das Aufzeichnen. Herr Böhmer, kann man das nicht abarbeiten? Nee, das ist nicht mehr. Ja, aber das ist nicht mehr. Es gibt grundsätzlich dieses Projekt Spitzen statt Sitzen. Das Problem ist, dass ich. Der offizielle Titel. Das Problem ist. Weil Leute nicht können.
Natürlich, genau. Es gibt also einfach einen ganz erheblichen Anteil von Menschen, die relativ krank sind. Ich habe auch eine Weile bei Sendung zum Beispiel eine Gnadenabteilung gearbeitet. Sie glauben nicht, dass wie viele Leute verurteilt werden zu Geldstrafen, denen es Gesundheit nicht so schlecht geht, dass sie doch noch zum Gericht kommen. Ja, ja, also das, ja, und sie können also dann am besten sehen, jetzt nicht mehr jeden Tag Müll absammeln oder so. Ne? Das ist ein Problem und dann ist ein großes Problem. Also das ist jetzt mal eine ganz subjektive Einschätzung, da habe ich überhaupt keine Zahlen, weil das ist bei der Staatsanwaltschaft sehr unbeliebt. Ich will das nicht näher ausführen. Ich glaube, das hat das mit der Administration dieses Projekts zu tun. Es macht einfach wesentlich mehr Arbeit, als wenn jemand eine zweite Strafe verpflichten muss. Vielleicht gibt es aber auch Sachgründe. Das Projekt scheint mir jedenfalls nicht so, ich kann nur noch Anwendung zu haben. So, dann jetzt soll ich noch. Ja. Also wir haben uns auch natürlich damit beschäftigt, was ist denn mit den Ersatzteilsstrafen, wenn die arbeiten oder nicht. Es ist so, wie Herr Bürgermeier schon gesagt hat, es werden relativ viele erreicht, das kann man auch dazu sagen, in Berlin zumindest, da ist das System auch relativ gut ausgebaut. Ich glaube, die kriegen ungefähr 5.000 pro Jahr, 5.000 Fälle, Personen, weil sie nicht unter Aufsicht, also es wird nicht die gleiche Anzahl rein. Von denen kommen 50% an, 30% werden eben mühsam erreicht oder aufgesucht und die restlichen. Das liegt daran, dass bei der Personengruppe, um die es geht, die gucken, die haben entweder keinen Briefkasten oder sie gucken nicht rein oder in einem Trauerbrief, wenn es entscheiden sie den nicht. Krankheitsbedingt würde ich manchmal, würde ich sagen, wenn es Alkoholkranke sind, Betäubungsmittelabhängige oder wenn sie eben schon lange aus dem sozialen System raus sind, beziehungsweise sogenannte Abgezeichnete, dann interessiert die das überhaupt nicht. Dann erreichen die das bei der nächsten Gelegenheit in irgendwelchen Fußen, dann ist es vorbei. Und die anderen gehen in die Klasse. So, und jetzt aber die Frage an Herrn Wildmann einmal zur Armut ins Dating, wenn Sie möchten. Und zum Thema soziales Engagement. Ja, gerne. Also Armut ist natürlich eine gesellschaftliche Realität. Und das finden wir nicht gut. Allerdings ist das jetzt keine Sache, wo die Verkehrsunternehmen dann ihre Kernkompetenz haben. Ja, also die Armut zu bekämpfen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und nicht primär eine Aufgabe der Verkehrsunternehmen, so schlimm Armut ist. Ja. Aber um die Armut zu bekämpfen, muss man eben entsprechende Instrumente finden. Und da würde ich den Begriff der Armut auch noch ein bisschen erweitern. Nicht nur finanzielle Armut, sondern auch, ich sag mal, psychische Themen. Ne? Also von Alkohol und anderen Krisen bis hin zu sonstigen psychischen Themen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo dann eben, mit Case Manager oder wie auch immer, man sich die annehmen muss. Aber sind die Verkehrsunternehmen erstmal überfordert, das zu machen. Gleichwohl engagieren sich auch die Verkehrsunternehmen. Wenn wir uns die Sozialticketregelungen in den einzelnen Bundesländern oder Städten anschauen, ist es so, dass die Verkehrsunternehmen da auch ihren Beitrag zu leisten. Sagen, okay, wenn ein Sozialticket von dem Land oder von der Kommune angeboten wird, dann teilen wir uns in irgendeinem bestimmten Verhältnis die Kosten, was unterschiedlich ist, was natürlich dann auch mit Nutzungsgrad, mit Entfernung, Kosten und so weiter zu tun hat. Aber dann sind die Verkehrsunternehmen auch dabei. Und ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass wir das gut finden, Sozialtickets zu machen. Aber das ist eben diese gesamtheitliche Frage der Armutsbekämpfung, wie geht man das an? Und man muss eben die Armut eben angehen im Sinne von unterstützen bei psychischen Themen, bei Fragen von Hartz IV, Sozialhilfe und so weiter. Aber man kann die Armut nicht dort angehen, dass man sagt, man darf etwas klauen, man darf schwarz fahren und so weiter. Ja. Also das ist der falsche Ansatz. Also man muss die Menschen in die Situation bringen, dass sie ihr Leben so gestalten können, wie es regelt. Okay. Nee, wenn,
Ja, erstens heißt es ein, zweitens haben wir hier sehr viele Leute, die sich melden und ich würde wenigstens einmal alle einfragen und wenn dann noch Frage da ist, können wir eine zweite Frage machen. So, da haben sich da hinten noch eine blonde Herren mit Brille, genau, sie. Naja, nein, genau, sie, die sich gerade umgedreht haben und gedacht haben, ich meine den anderen Blonden mehr. Also, bitteschön. Ja, mich interessiert, wie hoch ist denn eigentlich der Streitwert, wenn es dazu kommt, dass jemand, der dreimal erwischt wurde und dann eben eine Summe angelastet bekommt und die dann bezahlt wird, wie hoch ist dieser Streitwert im Vergleich zu anderen Delikten, also wo dann Strafrecht angelastet wird? Ja, Streitwert ist es in diesem Sinne nicht. Also Strafrecht gibt keine Streitwerte, sondern es geht in dem Fall, wenn nach dreimal Schwarzmann in Berlin angezahlt wird, geht es um 6,30 Euro, beziehungsweise wie viel ist der Tag? 6,30 Euro. Das in dieser Richtung. Das würde normalerweise unter die sogenannte Geringfügigkeitsstelle fallen. Es gibt einen Paragrafen, der gilt für Diebstahl. Aber auch für Schwarzkram, beziehungsweise ähnliche Delikte, die in § 265 A noch inbegriffen sind. Das heißt, sowas dürfte nach § 268 A Strafgesetzbuch normalerweise gar nicht angeklagt werden, es sei denn, die Strafverfolgungsbehörde sagt, es ist aber, besteht aber ein öffentliches Interesse in der Verfolgung dieser Straftat, obwohl es geringfügig ist. Die Geringfügigkeitsschwelle ist zurzeit noch im Bundesgericht festgelegt, ungefähr 25 Euro. Antrag muss auch noch da sein, genau. Es kann entweder auch Antrag sein oder es kann. Das ist ja die Praxis. Klar, das öffentliche, besondere öffentliche Interesse wird mitunter schon auch egal. Aber in aller Regel, jedenfalls in Berlin, sind es ein Antrag der BVG. Ne? Die Anzeigepraxis ist eben so, dass beim ersten Verstoß in aller Regel noch nicht angezeigt wird und beim zweiten auch nicht, beim dritten, beziehungsweise wenn das IBG nicht bezahlt wird. Ne? Ich glaube, das ist so die Praxis der BVG, das ist aber, wie gesagt, ja nicht irgendwie gesetzlich unterlegt, sondern das kann die BVG zum Teil bezahlen. So, jetzt nochmal alle, die eine Frage haben, genau, bitte, damit ich das irgendwie auch nicht sehe. Die Arbeit erstmal von Subjektiv, wer hat zum nächsten gestellt? Also, wir beide mal am besten nacheinander die Fragen stellen und dann arbeiten wir das ohne Block. Aber bevor ich mich selbst an. mir ist auch gerade was eingefallen, was ist denn, wenn man zum Beispiel an die Staatsanwaltschaft eine Dienstanweisung ausgeben würde, so nee, wir bearbeiten da einfach nicht mit, das ginge nicht. So ging es natürlich nicht, allerdings muss man sagen, es gibt im Strafgesetzbuch ja verschiedene Regelungen, die den Grundsatz durchbrechen, dass jede Straftat verfolgt werden muss. Also die bekannteste Regelung ist § 153 oder 153 der Strafprozessordnung bedeutet, dass man eine Tat dann einstellen kann, sofern es kein Verbrechen ist, wenn die Schuld des Täters gering wäre. Das heißt, man braucht also noch nicht mal einen Schuldnachweis, aber man muss sagen, es ist auf Deutsch nicht so schlimm. Und dann gibt es noch den § 153 A der Strafprozessordnung, wo man auch einstellt, ohne dass die Schuld festgestellt wird, gegen eine Auflage, typischerweise eine Zahlungsauflage. Und man könnte natürlich die Staatsanwaltschaft anweisen, von diesen beiden Normen, wie soll ich sagen, etwas großzügiger Gebrauch zu machen. Das wäre schon möglich, wobei man dann wiederum sagen muss, also es kann natürlich wiederum auch nicht sein, dass ein Strafgesetz nicht angewandt wird. Also da bin ich dann schon so weit bewusst, dass ich sage, wenn der Gesetzgeber, und das ist mein, die Volksvertretung, ja, das ist unser oberster Souverän, wenn der sagt, das ist strafbar, dann kann man das nicht durch die Hintertür 153, 153 A quasi machen. So, und jetzt hier vorne mal. Ja, ich habe eine Frage an den Herrn Wilke, und zwar ob dieses Wehr der Kontrolleure, die ja täglich durch Deutschland sich bewegt, ob das erhöhte Beförderungsentgelt kassiert, wie weit das verrechnet ist eigentlich mit diesen 350 Millionen, die da jährlich in der Kasse fehlen. Das muss ja auch irgendwie gehen, wenn ich mir das ich sage nochmal, ich habe noch mal eine Frage, also wie sich das verrechnet mit den Dorf, also das Erdkontrolleur, wie sich das erhöhte Beförderungsentgelt verrechnet mit den 300 noch was Millionen Euro, die dann im Jahr fehlen. Wie ist da die Rechnung? Ja, das ist relativ einfach. Das Kontrollieren
Und das erhöhte Beförderungsentgelt führt nicht dazu, dass man da ein großes Plus macht. Ganz einfach, erstens müssen die Kontrolleure bezahlt werden. Und zweitens gibt es natürlich sehr viele Leute, die nicht direkt was bezahlen, sondern wo dann eben erster Brief, zweiter Brief, Inkassoverfahren, dann ist das nicht einteilbar. Und das sind Kosten, die unglaublich hoch sind. Und die 350 Millionen sind ja nicht sozusagen die entdeckten Schwarzfahrer, die dann namentlich festgemacht werden, sondern das ist dann die Hochrechnung aus den 10 Milliarden, die haben. Also von daher ist die Fahrausweisprüfung kein Element, sozusagen um Geld über das erhöhte Beförderungsentgelt einzunehmen, sondern die Fahrausweisprüfung ist ein Element, um die Menschen auch zu zeigen, dass es sich lohnt, einen Fahrausweis zu kaufen. Einmal möchte ich hier nur widersprechen. Im Internet viele Zahlen sagen 250 Millionen, 350 Millionen. Dazu habe ich dann recherchiert, dass es ungefähr 100 bis 150 Millionen Verwaltungskosten allein sind, die dafür aufgewendet werden müssen, um das auszuwerten. Das ist natürlich eine Relation, die stimmt nicht und das macht meiner Meinung nach da erstmal keinen Sinn. Dann hatten Sie gesagt, die öffentlichen Verkehrsbetriebe hätten keinen Anteil an der Armut. Kann man so vielleicht stehen lassen, aber es sind AWRs, Anstalt des öffentlichen Rechts. Letztendlich tragen Sie dazu mit bei, dass die Menschen soziale Teilhabe haben, Mobilitätsrecht. Wenn die Fahrpreise aber so hoch sind, dass man zum Beispiel bei den Sozialtickets nur geringe Anteile in Berlin sind 8 Euro, die umgerechnet werden zum Sozialticket, dann aber 33,50 das kostet, dann ist die soziale Teilhabe eigentlich nicht mehr gewährleistet. Es gibt viele andere, die sich das nicht leisten können, geringe Verkehrsbeschäftigung und so weiter. Da haben meiner Meinung nach die Anstalten des öffentlichen Rechts schon eine Mitschuld daran, dass halt Armut weiter verbreitet oder Straflosigkeit erfüllt wird. Das ist das eine. Zum anderen wollte ich zum ASS sagen, es ist in Berlin, zwar wie die auch die Dr. Eichel sagte, auf einem guten Weg, aber die Hürden sind leider sehr hoch. Und da ist das Problem, dass man dann, wenn man ein ASS trägt, man hat 2 Jahre die Leute betreut, dass die dann 300 Listen, also 300 Namen bekommen und sich selber melden müssen, um dann halt sich irgendwo vorzustellen und dann achten müssen, wie sie angenommen werden. Das ist eine Schwelle, die ist für viele sehr, sehr hoch und die scheitern schon daran. Und dann ist keine Zeit da, dass ihnen geholfen wird. Und das ist ein ganz großes soziales Problem. Und das ist letztendlich auch, ich denke mal, in Gerichtsfällen auch bekannt, da müsste man auch einiges dran machen. Und das ist also. Also das war eine sehr schöne Frage. Ich glaube, Herr Schulmeier und Herr Hilfer und gerne auch antworten. Ich wollte den Nachbarn irgendwie gesehen, ich mal ein bisschen beispringen, denn ich nicht diese ganze Zeit im Bild, der kann sich zwar nicht verteilen, aber ich glaube, der eine oder andere ist auch, wie soll ich sagen, auch nicht so ganz fair. Also zum einen, dass ich die Zahlen angehe. Ne? Man muss einfach sagen, das sind ja alles Hochrechnungen und Schätzungen. Das letztlich kann man einfach nicht so richtig sagen, wie viel Geld verloren wird. Meine These ist, die Summen sind eigentlich noch viel niedriger, weil die allermeisten Leute sonst schlicht nicht hätten fahren können, wenn es wirklich zwingend erforderlich gewesen wäre, einen Fahrschein zu haben. Aber das kann aus meiner Sicht noch nicht der entscheidende Punkt sein. Ich finde, Sie sagen, anstatt des öffentlichen Rechts zum einen stimmt es teilweise auch gar nicht, aber Sie haben natürlich schon einen Versorgungsauftrag, der Dr. Weiß gerade gesagt. Trotzdem, die Verkehrsunternehmen sind nicht der Steuergesetzgeber. Ne? Das heißt, die können letztlich sich nicht selber finanzieren, sind auf Zuweisungen angewiesen vom Gesetzgeber, von den Kommunen. Und weil das so ist, denke ich mal, muss man so ein bisschen aufpassen, auf wen man da eigentlich noch hochkommt. Mal ganz vorsichtig formulieren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, eigentlich wäre der Adressat der Gesetzgeber nicht. Also jeden Punkt, der eben möglicherweise Menschen, die Grundleistungen, sogenannte Hartz IV, die möglicherweise nicht in die Anpassung sind, möglicherweise komplett kostenlosen Nahverkehr haben. Das wäre mein persönliches Ziel. Schauen wir mal, ob sich in diese Richtung entwickelt, die Öffnungsbau, könnte ein Schritt sein. Also zunächst mal, ich kenne in Deutschland nur ein Verkehrsunternehmen, das eine Anstalt öffentlichen Rechts ist, und das ist die BVG. Also von daher, ja, finde ich das schon mal relativ wichtig. KVB ist auch eine Tochter in Köln. Das ist nur anders rechtlich geregelt. Ja, es ist eine Aktiengesellschaft, ja, also keine Anstalt. Ja.
Zweitens, ich meine, dass es grundsätzlich legitim ist zu sagen, ich will zunächst mal den Preis haben, der meine Kosten deckt. Ja? Also man kann über Sittenwidrigkeit, Gemeinheit und Assozialität reden, wenn man ein Vielfaches der Kosten haben will, wenn man 500% Gewinn machen will oder was auch immer. Aber darum geht es nicht. Ne? Also zunächst mal ist das Ziel, die Kosten zu decken. Und dann haben die Verkehrsunternehmen in den letzten Jahren den Kostendeckungsgrad verbessert. Aber verbessert heißt nicht, dass sie sogar schon Kosten einspielen. Das heißt also, wenn man sagt, die Fahrscheine sollen billiger sein oder man will Nulltarif machen, ne, dann heißt das, dass das Geld irgendwo herkommen muss. Ne? So, man kann natürlich anders machen, aber das ist eine andere politische Diskussion. Und dann ist die Frage, wo nehmen wir das her und was hat es für Konsequenzen? Aber letztlich, die Verkehrsunternehmen, die müssen ihre Mitarbeiter bezahlen. Und die Busfahrer sind nicht die Leute, die jetzt so ganz vorne ganz verdienstbar reisen. Also wenn ich mir dann die Banken anschaue, wo die Mitarbeiter doch deutlich mehr verdienen und wo dann der Staat sitzt, nur noch bei. Das ist eine andere Diskussion, genau. Ja. sonst hätte ich den Bankenwitz vorhin auch gemacht, ne? Mit dem Wissen, was man macht. Jetzt nicht gehört. Nee, also weil ja vorhin die Frage kam, was soll man mit den Leuten machen, die das nicht bezahlen können. Das ist ja klar, die kriegen Bailout. Aber so, wir haben nochmal die Ärmchen hoch, weil ich vergesse das immer, jedes Mal. Okay, wir gehen jetzt. Mal folgendermaßen vor, wir stellen jetzt mehr Fragen nacheinander. Ich hoffe, das war da ja nicht selber inkonsequent, also die Dame mit dem Schal mal. Bitte. Ja, ich finde, das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die diese ersatzfreie Strafe antreten mussten. Und das waren eigentlich die Leute, ich kenne ja noch einen Ausschnitt und ich finde, da sollte man vielleicht noch verlässliche Zahlen sich holen oder ergeben. Das waren alles Alkohol- oder Drogenabhängige Menschen, die also es so weit kommen lassen, also weil sie nicht dazu in der Lage waren, weil sie eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt waren, also sprich Drogen zu besorgen oder sowas. Die also dann im Knast gelandet sind. Aber das war ein Glück für die. Also, ich höre mich vielleicht ein bisschen paradox an, aber die hatten das erste Mal die Möglichkeit, einen Entzug zu machen. Und da mussten ungezwungen einen Entzug zu machen. Ich bin dann mit der Freundin losgelaufen, weil ich meinte, da drin war, weil sie wollte dann auch fliehen werden und wir wollten draußen das machen. Es war nicht nötig. Das Krankenhaus hat sie nicht aufgenommen. Oh. Und das will ich noch sagen, die Leute, die ich da kenne, so, die das wieder machen, die haben auch Kosten. Und diese Kosten werden nur vom Gesetzgeber übernommen, wenn sie da sind. Wenn sie da sind, dann nehmen sie alles. Das stimmt die noch mal wieder von dem Dach nicht. Ja? Und wenn man jetzt, also ich bin Einzelverhältnerin und diese Hilfe wurde in den Leuten jetzt in Charlottenburg und in Frankfurt ab, da wurde die abgeschafft. Die eigentlich mal so irgendwie geholfen werden, aber es wird denen halt nicht geholfen. Und die werden dann bestraft, aber wie gesagt, für mich ist das sozusagen zweischneidig, weil den Leuten, die ich kenne, die erste Mal den Entzug, den sie bekommen haben. Vielen Dank. Dann der Herr mit dem Bart, genau. Ich habe noch eine Frage, das ist ein anderer rechtlicher Anklang. Es kam aber an, dass das Rechtsstaat nicht ganz korrekt ist. Diese Strafbarkeit, das ist eine Straftat, wo die Supermarkt mit CD entwickelt ist, ist dann nicht der Supermarkt auseinandersetzen, weil die sind nicht nur noch Geld, die haben aber wirklich bei Verkehr plötzlich eine Straftat. Das klang ja auch von Herrn Burmeier und von Herrn Heischl an, dass es auch von Herrn Weiß, dass es eigentlich um den Rechtsrahmen so nicht korrekt aufgehängt ist. Ich weiß nicht, ob ich das nicht verstanden habe oder nicht. Auf jeden Fall denke ich, aber auch hat es nicht mal jemand durchgebrochen, das war zu verstehen. Da wurde gesagt, wenn die dann nur 20 Tage maximal einsetzt, ist das Durchbrechen halt vorbei für die und die sind dann alle so arm, können sich das Durchbrechen auch nicht leisten. Ist das wirklich so? Kommt ein bisschen eine sehr
aber einfach die Darstellung vor. Herr Würmeier oder Herr Asch, die haben es durchrechnen müssen. Vielleicht Sie, nehmen wir einmal die beiden Bürger, dann kann wahrscheinlich jeder. Also es gibt das nie, Herr Asch oder Herr Würmeier. Also ich habe viel geübt an Vorteilen in diese Richtung, die zumindest die Ersatzpreisstrafen in dem Bereich verhindern könnten, bin ich fündig geworden. Es gibt ein Urteil, das hat Herr Hilfer nochmal erwähnt, aber können Sie dann auch selber sagen. Ein Urteil, ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, welches theoretisch zumindest die Verfassungsgemäßheit das des Schwarzfahrens, der Strafbarkeit des Schwarzfahrens nicht in Frage stellt. Das ist aber nur eine theoretische Aktion, weil dieser Beschluss ist keine Entscheidung im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde, sondern damit wird die Verfassungsbeschwerde abgelehnt. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat sich damit das Hintertürchen noch offen gehalten. Wenn mal tatsächlich einer käme, dann könnten wir noch mal drüber nachdenken. Das ist aber dann so eine rechtstechnische Geschichte gewesen. Ja, also was das Bundesverfassungsgericht angeht, muss man das ein paar Schienen auseinanderhalten. Also das Problem, das eben anfangen, ist die Geschichte mit der Frage, müsste das eigentlich nach der ohne weiteres in Geldstrafe in einen tatsächlichen Freiheitsentzug umgewandelt werden. Das sieht das Strafprozessbuch allerdings nur vor, die Strafprozessordnung. An der Stelle teile ich quasi rechtspolitische Bedenken, aber nicht verfassungsrechtliche. Denn der Richter, der diesen Ausspruch tätigt, der weiß natürlich, bloß hat er seinen Beruf verfehlt, dass er damit potenziell auch eine Freiheitsstrafe. Das heißt also, das Verbot, dass nur Richter frei entziehen können, ist aus meiner Sicht nicht verletzt. Einfach weil der Richter mit seiner Entscheidung von der Geldstrafe immer mitdenken muss, wenn er seinen Job ernst nimmt, dass er damit auch den Menschen potenziell, wenn er nämlich nicht zahlt, frei entzieht. Deswegen an der Stelle habe ich keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Ich sehe die an ganz anderer Stelle, nicht bei der Auslegung von 265a. Denn diese Beschluss, der ja auch Anfang 1999, das Bundesverfassungsgericht hat seitdem seine Rechtsprechung zum Gesetzlichkeitsprinzip geändert, Entscheidung für Untreue, hier seitdem das sogenannte Verschleifungsverbot, und dann muss jedes Tatbestandsmerkmal einen eigenen Sinn haben. Also Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist dieses Merkmal erstreichen, in nicht mehr in einem bestimmten Sinn unterwegs. Das heißt, also man muss in Anführungsstrichen nur das Verkehrsmittel benutzen, ohne zu bezahlen, aber man muss eben gerade nicht mehr in einer bestimmten Weise täuschen. Ich habe Bedenken, ob das Bundesverfassungsgericht diesen Beschluss heute so noch einschalten würde. Aber ich denke, das führt auch letztlich nicht so richtig weiter, denn wir sind hier heute in einer rechtspolitischen Debatte und das finde ich eigentlich viel wertvoller, dass wir im parlamentarischen Raum darüber diskutieren, ob das nicht möglicherweise eine verfehlte Strafvorschrift ist, als wenn man das jetzt immer wieder beim Bundesverfassungsgericht hat. Ja, die Rechtsprechung zum Gesetzlichkeitsprinzip ist mit ganz vorsichtig formuliert nicht immer vor. Das muss man so kurz. Achso, ja. Herr Hilmer, und ja. Ja, ich würde mich direkt an das anschließen und Ihnen zustimmen. Und zwar kann man da schön, glaube ich, den Unterschied zwischen Juristerei und Politik festmachen. Juristerei ist sozusagen das Recht der Gegenwart und Politik ist das Recht der Zukunft. So. Und worüber wir hier reden, ist nicht das Recht der Gegenwart, da sind wir uns zumindest überwiegend einig, dass das alles korrekt ist, sondern das ist eben die politische Forderung, das abzuschaffen oder nicht abzuschaffen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, aber das ist eben dann Politik, also sozusagen, was soll in Zukunft Recht sein? Und das meine ich, muss man auseinanderhalten. Hinsichtlich des Rechts in der Gegenwart hatten die beiden Kollegen schon angesprochen, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1998, wo die über die Auslegung des Tatbestandsmerkmals des Erschleichens gesprochen haben. Und da haben die also keine Bedenken hinsichtlich des § 265a Verfahrungserschleichung gehabt. Der Bundesgerichtshof hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr das nochmal aufgegriffen und ausdrücklich sich dem angeschlossen, also auch von Seiten des BGH, des Strafsenats, des BGHs, ist da also auch Anerkennung bekommen. Von daher sehe ich beim Durchfechten, was Sie sagen, wenig Chancen. Hinsichtlich Ihres Supermarktfalls muss man da auch sagen, nee, das ist schon gleich. Und da will ich vielleicht mal für die Leute, die jetzt keine Jura studiert haben, mal ganz banal sagen. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen Zivilrecht und Strafrecht. Strafrecht heißt, wer was Böses tut, wird dafür von Staat bestraft. Ganz einfach.
Zivilrecht, da ist aber nicht der Staat derjenige, der da irgendetwas will. Und da geht es auch gar nicht unbedingt um das Böse, sondern da geht es einfach um den Anspruch, den anderer hat. So, das heißt also, wenn wir jetzt beim Staatsschaden sind, dann die BVB, wir haben einen Anspruch auf das erhöhte Beförderungsentgelt von 40 Euro. Das ist der zivilrechtliche Anspruch. Der hat aber überhaupt nichts mit dem Straftatbestand des 265a zu tun. Wenn wir jetzt beim Supermarkt sind, dann haben wir den Diebstahl und den Einbruch, dann sagt der Supermarktbesitzer, sagt also, hör mal, du hast hier die Glasscheibe eingeworfen, du hast das Gitter von dem Zigarettenautomat aufgebrochen und hast die Zigaretten mitgenommen und da will ich Kohle sehen. So, hat das der zivilrechtliche Anspruch. Der strafrechtliche Anspruch ist, dass der Staatsanwalt kommt und sagt, du hast einen Einbruchsgegenstand. Okay, dann muss ich dir kurz nachfragen. Das ist ja genau der Punkt. Ich rede nicht darüber, dass es das Einschmeißen in der Scheibe schon im Supermarkt, sondern ich rede davon, dass jemand mal diesen Pack Zigaretten vor 5 Euro ist und zwei Fahrscheine versteckt, die Tasche zu nehmen. Das ist ein Unterschied. Hier vermengen wir nämlich, und das hat, so habe ich auch in der Einladung ein bisschen verstanden, bei diesem Schwarzfahren, da komme ich im Knast, wird nämlich dieser zivilrechtliche Anspruch eines Schadensausgleichens, ja, Geld, Basis genug, vermengt mit etwas, wo es einen Straftatbestand reingeht. Und die vergleichen das mit einem Einbruch im Supermarkt. Das ist für mich ein Unterschied. Das sind zwei Seiten einer Medaille. So, ich glaube, jetzt werde ich mal ein bisschen aktiver. Ich bin ja, ich habe ja immer das Problem, dass dadurch, dass ich jetzt hier zum Beispiel das Mikrofon habe, das ja unglaublich einfach wäre, auch Leute irgendwie abzuhören. Will ich aber nicht machen, weil ich, wie gesagt, ein Jahr in China und Gesichtsverlust und so, da setzt man sich ein bisschen damit auseinander. Ich würde jetzt sagen, jetzt der Dr. Weiß noch mal, und es ist jetzt auch schon fortgeschrittene Stunde. Ich weiß, es gibt noch sehr viele Fragen. Wir haben ja da hinten ein opulentes Getränkebuffet, das, glaube ich, nicht reichen wird, aber wenigstens vom Steuergeld bezahlt. Ich würde mich freuen, Sie noch, wenn du noch mal ein Statement machen könntest, wenn wir dann die abschließende Runde machen könnten und wir dann vielleicht Einzelfragen und so noch, wenn wir uns da am Getränkebuffet schadlos halten. Und ich würde mich dann, ja, genau, also Simon. Also, ich kann noch erstens auch mal sagen, es ist halt, also die Gerichte haben das Gericht, dann habe ich das ja als Verbrüchen auch gesetzt, weil die klug sind. Das ist dann unsere Aufgabe als Gesetzgeber. Ich muss auch sagen, es ist richtig, dass es den Diebstahl, das ist nicht der Punkt, weil wir meinen es tatsächlich so, dass diese beiden Sachen, Diebstahl und Gebäude zu streichen und Straßenbahn rechtlich reichen, ähnlich angelegt sind. Da haben wir sozusagen schon ein paar Paragraphen, die aber beide an drei Paragraphen schon gesetzt sind. Und für beide gibt es auch die gleichen, quasi so Ungerechtigkeitsregelungen. Also es gibt beide den gleichen Paragraphen, der sagt, wenn das dann auch um geringen dann auch Schaden geht, also indem man irgendwie eine CD geschaut oder indem man einmal so ein Ticket, Ticket dabei hat, dann wird das eben nur als Erfolg angeschlagen, weil wenn man nicht das genaueste Erfolg kalkuliert. Was der Unterschied zu den beiden, also noch zivilrechtlich, und das relativ ähnlich wie immer, aber aus der Perspektive der Verkehrsbetriebe, wird das relativ ähnlich wie immer, weil es quasi in beiden Fällen erstmal in der Bilanz ein Minus ist von einer Abschreckung von Zinsen. Aber Strafrecht hat halt, was die staatlichen Perspektive ist, halt dann schon vom Unterschied, und das ist eher ein Argument, das dann auch eher Grenzen macht. Einmal, was halt ist, und das Strafrecht und die ganzen Zivilrecht dann auch mal relativ wichtig, was die Motivation angeht, so etwas zu tun. Und was halt die tatsächliche Effektivität von Abschreckung angeht. Ich glaube, da funktioniert Diebstahl und Straßenbahn relativ unterschiedlich. Und natürlich auch, was in der Praxis dann passiert, weil ich warte jetzt keine Zahlen zu, wie viele Leute wegen, bringt viel den Diebstahl oder Freiheitsstrafen abpassen. Aber das ist dann wahrscheinlich schon wieder ein bisschen was anderes. Also, da ist eher ein Argument dafür, das Unterschied zu machen. So, Herr Heischer, Sie beginnen mit Ihrem Abschluss.
Aber ich will eigentlich nur wenig von dem, hoffentlich ganz wenig von dem wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Und will noch auf eine Frage zum Publikum oder eine Anregung aus dem Publikum eingehen, nämlich dass der Knast für den Zug gesorgt hat. Das haben wir bei unserer Verfassung mit Ersatzfreiheitsstrafen auch herausgefunden. Die medizinische Betreuung, die dort stattfindet, wenn die, ich nenne sie mal weiterhin unterprivilegierten, dort hinkommen, die ist genau. Weil sie eben aus diesen Schichten kommen. Und da sage ich dazu, der Knast ist ja kein Krankenhaus. Strafe ist kein Heilmittel dafür. Das ist ein Argument, was man haben kann, aber was nicht der Aufrechterhaltung des Systems, der Strafe auf solche Delikte dienen kann. Das kann man nicht machen. Das Zweite ist etwas, was gerade von Herrn Weiß, finde ich, nochmal angesprochen worden ist. Ich vergleiche schon den Ladendiebstahl auch mit dem Schwarzdarm. Und zwar unter einem Aspekt, natürlich nicht unter allem, unter einem Aspekt. Nämlich, dass privatwirtschaftliche Entscheidungen getroffen worden sind und die Allgemeinheit hier ausbaden muss. Man kann sich da sagen, ja gut, wie willst du es denn anders machen? Aber ich begründe das mal ganz kurz. Dass es massenhaft Ladendiebstahl gibt, das liegt daran, dass es massenhaft Selbstbedienungsmöglichkeiten gibt. Dass es Schwarzfahren gibt, das liegt zum großen Teil daran, dass es wenige Sperren gibt. Das heißt, man hat privatwirtschaftlich ein System geschaffen, die Leuten, die Schwierigkeiten haben, sich immer an Normen zu halten, aus welchen Gründen auch immer, manchmal eben auch aus Krankheitsgründen, die für die eine Einladung sind. Also man soll sich etwas nehmen, aber man soll es bezahlen. Man macht den ersten Teil, den zweiten Teil macht man nicht. Dafür steht dann die Allgemeinheit gerade und das Justizsystem. Und das Justizsystem produziert dann auch noch zusätzliches Unrecht, weil nämlich gerade diejenigen, die Strafen nicht zahlen können, dann eben im Knast landen. Das Dritte, was ich noch sagen möchte, ich glaube, da schließe ich auch mal mein Statement ab. Ich habe so konkrete Zahlen nicht. Und ob es nun 250 Millionen sind oder 350 Millionen, es scheint ja tatsächlich eben alles hochgegangen zu sein. Wir haben aus Berliner Vollzugsbeirat mal ausgerechnet, dass diese Haftplätze bezogen auf 2011, momentan sind es möglicherweise etwas weniger, weil es weniger Ersatzfreiheitsstrafen gibt, auf 2011, sah es das Land Berlin allein für die Betreuung von Ersatzfreiheitsstrafen pro Jahr ungefähr 16 Millionen. Das kann man jetzt mal wegen 250 oder 350 Millionen entgegenhalten, die aufs Bundesgebiet berechnet sind. Ich meine, aufs Bundesgebiet berechnet, zahlen wir vermutlich ungefähr 200 Millionen für Ersatzfreiheitsstrafen. Das rechnet sich überhaupt nicht. Und das, dazu kommen natürlich noch die Polizeikosten, die Justizkosten, die Strafverfolgungskosten, die Inkassokosten, die auch die Justiz hat, natürlich, wenn sie Ersatzfreiheitsstrafen beibehalten will. Die Kosten für Arbeitsstrafen, die Projekte kosten auch noch ein bisschen Geld und so weiter und so fort. Und da, denke ich, muss man sich zumindest mal überlegen dürfen, ob die Allgemeinheit für privatwirtschaftliche Entscheidungen auf diese Art und Weise einstehen muss oder ob das nicht dann auch privatwirtschaftlich zum Beispiel durch ein erhöhtes Beförderungsgeld ausreichend gelöst ist. Und dass da immer welche durchfallen, das wissen wir vom Steuerrecht auch, die Steuerzahlung von der überwiegend dann wieder eine neue CD gekauft worden ist. Zwei Dinge kurz sprechen, die mir jetzt noch richtig klar ist. Eine ist, zusammen mit Faschisten, das eine ist, haben jetzt ziemlich viel mit Zahlen probiert und aus den Rechnungen, was man sich in der Stelle wirklich genau wirklich nochmal zu rechnen, nicht so gut, dann auch reden wir im Endeffekt, wenn es dann über das Beispiel geht, um einen ziemlich schwerwiegenden Eingriff. Eben auch die Grundrechte, bei denen es aus gutem Grund ist, Strafrecht eben so angelegt, dass es eben als letztes Mittel funktioniert und bei dem auch sehr weit entwickelte Abwägungen umgesetzt sind. Und da sollte man auch daran, das ist die Trennung auch zwischen Zivil und Strafrecht, man sollte daran denken, dass man Strafrecht eben nicht, um da irgendeinen Anspruch einzufordern oder irgendwas. Irgendwie
überhaupt nicht vergelten, sondern tatsächlich darum, einmal um einen Abschaltungseffekt zu erzielen, der halt notwendig ist, der so notwendig ist, dass wir gerade als Gesellschaft funktionieren können und halt darin, Leute quasi zu ermöglichen, eben selbst in die Gesellschaft zurückzukommen, in die Gemeinschaft zurückzukommen, wenn es der Punkt verlassen hat. Die andere, und das ist mir jetzt auch nochmal wichtig, ich wollte auch nochmal daran erinnern, dass die, sozusagen, die Verkehrsbetriebe sind nicht die Bösen. das sind halt jetzt die, die sich jetzt dankenswerterweise bereit finanziert sind, die Instanz setzen, auch die entgegengesetzte Position zu vertreten. Es ist natürlich so, dass die Verkehrsbetriebe ein berechtigtes Interesse haben. An berechtigten Einnahmeninteresse haben, das ist auch, und das ist aber dann wiederum auch ein anderer Aspekt. Man kann den Verkehrsbetrieb nicht beraten, dass sie 100% Kostendeck arbeiten. Wenn sie 100% Kostendeck arbeiten würden, dann bräuchten wir, dann würde das auch privatwirtschaftlich funktionieren, dass wir da eingreifen müssen. Das wollte ich nur nochmal einstellen. So, Herr Ebert. Ja, danke. Kraft zeigt das letzte auch. Theoretisch könnte man natürlich was machen, dass die Verkehrsunternehmen förderkostendeckend arbeiten. Dann gäbe es aber sonntags keinen Verkehr und nachts keinen Verkehr und dann sollten wir die Außenbezirke nicht mehr bedienen und dann würden wir, und so weiter. Also von der Theoretisch tun das, aber sozusagen das Kostenproblem hat man dann, wenn man eben einen guten Service anbieten will. Und deswegen sind die Kostendeckungsgrade, je größer die Stadt, desto tendenziell geringer, obwohl es eigentlich sehr widersinnig ist, weil wir mehr Fahrgäste haben. Aber der Service, das Angebot, je größer die Stadt, ist auch umso besser. Das muss ich nur zum Kostenentscheid. Zum privaten Nutzen des Strafrechts. Was Herr Heinschel gesagt hat, ja, sicherlich, natürlich gibt es dann privaten Nutzen. Das ist aber ganz wesentlich in einem Strafrecht. Ja. Auch die Strafbarkeit von Mord und Totschlag, von Diebstahl, von Körperverletzung und so weiter. Das schützt immer private Rechtsgüter. Also es gibt eigentlich nur eher die Minderheit der Rechtsgüter im Strafrecht, sind sozusagen öffentliche Rechtsgüter. Geheimnisverrat, Spionage und so Sachen. Das sind öffentliche Rechtsgüter. Die meisten Rechtsgüter, die geschützt werden, gerade im Bereich der Massendelikte, sind privaten Nutzen. Und das ist auch nicht schlimm, sondern das ist gut. Und das ist auch Teil der verfassungsmäßigen Ordnung, dass nämlich der Staat auch den Menschen, der Gesellschaft, ein Gerüst geben soll, eine Struktur geben soll, wo er eben ohne angegriffen zu werden, sich bewegen kann. Das ist diese Schutzfunktion des Strafrechts, die ist gut und von daher klar, dass wir privaten Nutzen ist nichts Schlimmes, sondern das ist Sinn der ganzen. Zu der Frage will ich nochmal, die wir ganz am Anfang angesprochen haben, dass das Ganze kostet zu viel, es bringt doch gar nichts, Ersatzfreiheitsstrafe, die Leute akzeptieren das Urteil nicht, die wollen das nicht abarbeiten. Wir haben jetzt die ganze Diskussion gehört, die Alternative sei doch eben nur die zivilrechtliche Forderung und eine Ordnungswidrigkeit. Wir haben auch gehört, ja, was passiert, wenn die Ordnungswidrigkeit nicht bezahlt wird? Wenn die Ordnungswidrigkeit nicht bezahlt wird, dann gibt es auch die Ersatzfreiheitsstrafe am Gehör. Das heißt also, dann gibt es. Die Erzwingungshaft ist das besser. Das heißt also, die Leute, die das Urteil, die das nicht akzeptieren, die das nicht abarbeiten wollen, kommen dann in die Erzwingungshaft. Ist das wirklich damit ein Vorteil? Das heißt also, ich warne davon, sich eine Illusion aufzubauen, als hätte man das Thema gelöst, wenn man den 265a an der Stelle abschafft. Ja? Das Thema, das poppt an einer anderen Stelle auf. Entweder poppt es über die Ordnungswidrigkeit auf, oder es poppt dann auf, weil wir dann einen Ladendiebstahl haben oder was auch immer. Ja? Wir haben ja doch wirklich eindrücklich von den Kollegen gehört, die Problematik sind oft einfach in einer psychischen Schwierigkeit, in einem Thema, mit dem die Leute rumlaufen. Ob das eine Drogenabhängigkeit ist oder sonst ein psychisches Thema. Und um die Problematik zu lösen, nutzt es also nicht, den 265a abzuschaffen, sondern nutzt es nur, wenn man sich dieses psychische Thema angeht
und da dann eben über Sozialarbeit, über Psychotherapien, durch Psychologen und so weiter daran arbeitet. Ja, ansonsten kommt das eben an einer anderen Stelle wieder hoch. So, Herr Böhmeier, Sie haben noch theoretisch. Wir haben in der Tat, über Alternativen nachgedacht. Ich glaube, es ist in der Tat ein großes Problem. Wir werden sicherlich nicht alle Menschen dazu bringen, Fahrscheine zu kaufen, aber die meisten Menschen deswegen nicht, weil sie es nicht leisten können. Und ich glaube, da sollte man jetzt nicht psychische Probleme hochstilisieren, wie es sicherlich. Und das sollten wir natürlich als Gesellschaft angehen. Das wiederum, habe ich auch schon mal gesagt, können nicht die Verkehrsunternehmen tun, aber es schadet uns auch nicht. Und das muss man ganz deutlich sagen. Wir sollten nicht öffentliche Gelder investieren in Strafverfolgung an einer Stelle, wo wir sehr wahrscheinlich ohnehin nicht nennenswerte Verhaltensänderungen erreichen können, weil die Leute keine Alternativen haben. Und das ist für uns ein interessanter Unterschied zum Ladendienstag. Auf den Schokoriegel kann ich verzichten, aber möglicherweise muss ich schlicht mal zum Amt fahren. Ja, möglicherweise muss ich schlicht mal zum Arzt fahren, in einer Stadt, die so groß ist wie Berlin. Da kann ich nämlich bald so ein bisschen machen. In anderen Worten, Strafrecht, denke ich mal, ist gut, wenn man Menschen tatsächlich dazu bringen kann, ihr Verhalten zu ändern. Ich glaube, in diesem Deliktsbereich kann man das nur sehr eingeschränkt. Und zugleich haben wir gehört, Strafrecht führt zu einer ganzen Reihe von schweren Folgen. Und die Ordnungswidrigkeit hat einen gewissen, vielleicht nicht ganz so starken Druckeffekt auf die Menschen. Der Druck bringt wahrscheinlich ohnehin nicht in diesen Bereich. Aber vor allem hat die Ordnungswidrigkeit viele Nachteile des Strafrechts nicht. Und deswegen wäre mein Appell an Strafrechtspraktiker, dieses schärfste Schwert, das der Staat einsetzen kann, das letzte Mittel, mit etwas mehr Bedacht einzusetzen. Und ich denke, die Schwarzfahrten sind jedenfalls nicht das Feld. Das ist jedenfalls nicht gerechtfertigt, wegen einer Schwarzfahrt eine Bewährung zu wiederholen. Es ist nicht gerechtfertigt, wegen einer Schwarzfahrt einige Monate, dass die Leute alles Freiheitsstrafen im Gefängnis zu verbringen. Ich persönlich halte das jedenfalls nicht für gerechtfertigt. Und deswegen nochmal meinen Namen dafür an der Stelle, doch mal den Schritt zu versuchen und das mal herunterzustufen zu einer Ordnungswidrigkeit, das Ganze abschaffen. Da denke ich mal, das wäre dann doch ein Schritt zu weit. Das hat mein Vorredner ja schon gesagt. Natürlich können auch private Interessen durch staatliche Mittel durchgesetzt werden, aber der Ordnungswidrigkeit war ich und das nochmal das Werben für diese Experimentierklausel. Vielleicht ist das ein Weg, der auf Bundesebene wäre. Wir sind aber, das wollen wir auch glauben, mit der Möglichkeit, wir haben uns herzlich gefragt.